Was geht, meine lieben Freunde? Hier ist euer Commander Kunde, wie immer mal zum CK-Besuch unterwegs. Und zwar sind wir heute bei unserem lieben Kotzef, aka Thorsten. Dankeschön, Thorsten, für die Einladung erstmal vorweggenommen. Dankeschön. Er hat uns nämlich eingeladen, heute im Multiplayer bei ihm auf der Karte zu zocken. Und ja, was soll ich sagen, Leute? Es werden wieder viele gleich ankommen und sagen, ah, wieso 44,5 Millionen auf dem Konto, dies, das, Ananas. Dies ist diesmal nicht sein Hof, also ist es halt nun mal so. Wir zocken hier trotzdem ein Pappel-Extrem-Geschichte auf dieser Karte, die hat er trotzdem vorbereitet. Finde ich auch mega cool, dass er die Arbeit auf sich genommen hat und das Ganze gemacht hat. Aber in Zukunft, meine lieben Freunde, alle, die jetzt noch einen CK-Besuch beim Offen haben und vielleicht auch in Zukunft noch CK-Besucher haben wollen, mein Ziel ist es wirklich, dass ihr nicht unbedingt irgendeine Karte nehmt, die vorbereitet und da ein 3 Millionen Experiment draus macht und 30.000 Felder mit Mais und dies und das macht, sondern ich möchte eigentlich wirklich, das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, warum wir da mit dem L17 damals angefangen haben, auf euren Karten, auf euren Höfen, auf denen ihr auch wirklich so spielt, die wirklich nicht einfach nur für dieses Event vorbereitet wurden, sondern wo ihr auch zu 100% angefangen habt, vielleicht auch schon 5.000 Stunden drauf habt gefühlt und euch da hochgearbeitet habt oder vielleicht sogar eine neue Karte gerade angefangen habt und einfach dort euch einen Hof mit der Community gemeinsam als Unterstützung aufbauen wollt. Das ist halt der Hintergrund für diese CK-Besuche. Aber ist nicht schlimm, wir werden das Ganze hier heute trotzdem durchziehen. Der Young Trans... wie soll ich dich aussprechen? Young Sport... Sag einfach Jan. Ich sag einfach Jan. Jan ist auch schon mit dabei und er wird uns hier schon fleißig unterstützen. Wer von euch dabei sein will, beziehungsweise schon aktiv auf meinem Discord war und sich die Mods runtergeladen hat, der kann natürlich jetzt auch sofort loslegen. Ich schnapp mir einfach mal ja, einen von diesen Treckern und fahre den Jungs gleich mal dezent hinterher. Und begrüße jetzt erstmal den lieben Livestream-Chat. Der LS Ronny ist da, der Huibu ist da, der BG007 ist da. Herzlich willkommen auch an Felix. Topper Heiko ist auch da. Felix Lorcher, Clemmy, Esdavo, Jojo, CK Noah. Herzlich willkommen an Kalle, an King Julian, an Jonas 2, an Pütz Björn, an Marcel, an Elvis. Guten Abend, alles frisch. Music Game, Patrick, Padde, Felix. Herzlich willkommen an Andy Huffy. Striker ist auch mit am Start. Red Dead, Music Game, Lars, CK Kai, Sigi, Noah Geil. Junge, Junge, was ist hier los, Leute? Seid ihr irgendwie schon alle feierabendmäßig unterwegs? um diese Uhrzeit oder was? Schämt euch was. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Katastrophe, sage ich euch. Hallo Matthias, herzlich willkommen. CK Leandro ist auch mit am Start. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Schildkröte, hallo, herzlich willkommen. Patrick Langner auch. Schönes Wochenende, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Christian, herzlich willkommen. Thomas Gaming, herzlich willkommen. Und auch an Dennis Kühne, herzlich willkommen. Muss leider gleich los, geht zum Griechen, zum Essen. Ach, du gönnst sie aber schon wieder. Aber vielleicht seid ihr ja später noch da, dann komme ich dazu. Ja, also, wie gesagt, er hat hier ein Pappel extrem vorbereitet. Wir werden hier Pappeln häckseln, haben wir so noch nicht gehabt. Das ist das Einzige, was ich dazu gleich sagen kann. Wir haben noch keine Pappeln gemacht. Ja, finde ich cool. Ist mal wieder abwechslungspur. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Feld 8 kam, aber ich fahre hier einfach mal die Hauptstraße lang. Ich glaube, man hätte auch schon rechts abbiegen können hier irgendwo, aber keine Ahnung. Wie geht's? Gut, Christian, wie geht's dir? Hey, CKS, mein Mahlzeit, herzlich willkommen. Welche Map ist das? Das ist die Ravenport. Guck mal, ich habe sie wieder eingeholt. Da vorne fahren sie die beiden. Hi Christoph, herzlich willkommen auch an Uwe. Welche Map? Ravenport. Kommt ein größeres Update. Bis jetzt ist kein größeres Update geplant. Dir geht's gut, das freut mich. Ja, bitte. Ich mag jemanden grüßen. Du magst jemanden grüßen, dann hau raus. Den Yannick und den Klaas 112. Den Yannick und den Klaas 112? Sind das ja. Freunde von dir? Zocken die auch LS? Ja. Sind die auch Abonnenten meines Kanals? Bald. Also, ich sag ihnen deinen Kanal dann. Fangfrage hoch 100. Da kommt immer die gleiche Reaktion. Nein. Mal gucken, vielleicht gefällt es denen ja. Wenn es Freunde von dir sind und die auch gerne LS zocken und auch gerne gucken. Ja. Soll ich Helfer einstellen, dann noch gleich den anderen Träger holen, Thorsten? Ja, kann schon machen. Dann tue ich den Helfer da oben einstellen, ja? Ja, dann stelle ich ihn oben auf der anderen Seite. So, dann bleibe ich hier gleich mal beim Thorsten. Dann gucken wir mal, wie schnell Thorsten fährt. Soll das eigentlich gleich alles irgendwo, soll das gelagert werden oder hingeschüttet werden oder soll das in Verkaufen? Alles in den Verkauf, okay. So, wie schnell fährst du? Ich glaube 8 km/h oder so, ne? 8, ja. Alter, das fällt lang. Junge. Achso, übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, das hier ist das Feld 8. Ja? Wer das noch nicht kennt, das haben wir heute vor uns.
Huch! Ist ja dezent wenig. Also du hättest auch ruhig mal ein bisschen mehr von machen können. Wir wollen hier nicht erst in der, wir wollen hier nicht in einer Stunde schon fertig sein, ne, mein Lieber? Flying Dutch, ja, Servus, Kolle. Ich bin noch auf der Arbeit. Ja, ich bin 8. PC angemacht und Lunte zwischendurch auf dem Schirm, Bro. Alles klar, Lunte mal zwischendurch auf dem Bildschirm. Aber das hier ist sein Hof übrigens auf dieser Karte. Schafe hat er sich hier hingebaut, Pferde hat er sich hier hingebaut. Dann hier oben die Kühe. Ist ein bisschen, ja, berg- und talmäßig unterwegs. Ist aber auch mal was Neues. Habe ich so noch nie gesehen. Finde ich cool. Jeder hat ja so seinen eigenen Stil, wenn man sich hier was baut. Schweine hat er sich hier hingestellt. Und ja, hier noch ein paar Unterstände. Auf der anderen Seite hier sind die Hühner. Hier ist nochmal der neue Torsten. Hühnerstall. Ja. Ich brauche Farmmanager, dass ich Helfer einstellen kann. So sieht sein Hof aus. Grüße gehen raus an LOLRC. Herzlich willkommen. Ich finde deine Mod-Vorstellung geil. Danke schön, Christian. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Ich will auch sofort mitspielen. Ich muss mir nur die Mods runterladen. Kannst du gerne machen, Lars. Die Mods sind, wie gesagt, schon seit, ich glaube, seit Montag auf meinem Discord veröffentlicht. Oder seit Dienstag. Ich lade die jetzt immer gleich relativ, sobald mir einer zugesagt hat, dass er den Freitag kann und wir bei ihm CK-Besuch machen, lasse ich mir sofort instant die ganzen Mods geben und lade sie für euch auf meinen Discord hoch. Bei den neuen Schneidwerken von gestern bleibt da die Frucht oder wird der Häckselblut? Wie meinst du das? Welche Schneidwerke, Patrick? Wir haben Schneidwerke für den Häcksler bekommen. Damit können wir jetzt nicht nur Mais häckseln, sondern alle Feldfrüchte häckseln. Ne? Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Sonnenblumen. Das können wir alles jetzt mit den neuen Häcksler-Schneidwerken machen. Wenn du die meinst. Keule, wo fährst du hin? Oh. Ja, ich war noch im Dings-Modus. Übersichtsmodus. Kurz, ich hab deinen Hof gezeigt. Kurz zum Seefahren, baden gehen. Ist so heiß im Trecker. Ich dachte mir, ich fahre da hinten wirklich mal Richtung Schatten. Ja. Discord hast du nicht, Lars. Dann musst du dir mal unbedingt Discord zulegen. Sag mal, wollen wir nicht lieber, ja, keine Ahnung. Meinst du es? Nee. Hoch und runter? Ja. Wie kann man mitspielen? Lilly, so wie immer. Hier die Mods laden, die Karte runterladen und dann geht's los. Keule. Das ist die Ravenport. Ja, bitte. Wollen wir auch mal auf meiner Karte irgendwann machen? Kann man ja auch mal aufnehmen. Du musst mich nur zu anschreiben, mein Lieber. Zurzeit sind's ja, noch. Ja, wie kann ich dich anschreiben? Leute. Ja, auf meinem Discord, auf Instagram oder auf Facebook. Ja. Ja, dann schreibst du mich einfach zu an, schreibst mir dann nochmal deinen PSN-Name dazu und sobald. Ja, Jan GTA Sport. Sobald du dann dran bist, ja gut, wenn du mich auf Insta so an oder so anschreibst, dann wirst du ja ein bisschen anders heißen wahrscheinlich, ne? Und sobald du dann quasi dran wärst, das geht relativ schnell, weil nicht jeder, der sich dazu angemeldet hat, kann ja jede Woche, wo ich dann sage, pass auf, du wärst die Woche jetzt dran. Wir machen das diese Woche. Ja. Da sagen viele auch so, nee, diese Woche kann ich nicht. Nächste Woche wäre da besser. Ja, dann das geht halt nicht, dass man dann einfach absagt. So, wollen wir jetzt hier hoch und runter fahren? Ja. Das wäre eine längere Bahn. Fahr jetzt hier. Okay. Wollen wir einmal, dass wir einmal ums ganze Feld fahren, oder? Wir fahren jetzt hier die lange Bahn einfach hoch. Ich muss weiter runter, okay. Kann sein. Ja, ich fahre einmal hoch und dann tue ich auch die lange Bahn machen. Hey Andreas! Ne, wir fahren das nicht in die BGA, Thomas. Wir fahren das direkt zum Hackschnitzelverkäufer, also zum Forstladen. Kann ich mitspielen? Wieso? Weil RC, was ist los? Was fehlt dir denn? Leute, herzlich willkommen auch an alle Zuschauer. Wenn ihr neu sein solltet, unbedingt ein Abo raushauen. Wenn es euch gefällt, auch gerne mal den Daumen blau hauen. Dafür ist nämlich der Like-Button vorhanden. Guck mal kurz, wie spät ist es in meiner Dose? Es ist ziemlich leer. Dann müssen wir doch das Wasser eingießen. Moin, Micha, herzlich willkommen. Junge, Junge, bin ich durstig. Bin nämlich eben gerade direkt nach der Arbeit nochmal eine Runde laufen gewesen. Bin nach Hause gekommen, hab geduscht und hab das Video für euch hochgeladen und instant den Stream hier angeschmissen, also
Zeitdruck ist real, ja? Deswegen haben wir auch eine halbe Stunde später jetzt angefangen, fast. Weil ich das zeitlich eigentlich gar nicht geschafft habe bis 18 Uhr. Ging einfach nicht anders. Hey, vielen Dank für die ersten 50 Likes, Leute. Läuft bei euch. Partykeule ist unterwegs. Ist es okay, wenn ich noch einmal nach hinten fahre? Oder vielleicht das vom Zeitdruck nehmen, dass ihr dann vor mir dort seid und... Oh, könntest du schaffen. Ah. Wenn nicht, wir sind ja kein Helfer, wir können ja intelligenterweise dann aus dem Weg fahren oder so. Ah. Was ist das für ein Anhänger? Das ist der Metal-Fach... Nee, wie heißt das? Metal-Tech? Metal-Tech DB20. Ich glaube, das ist Metal-Tech, ne? Ja. Hey, Keule! Ja. Wenn ihr zu heiß im Traktor ist, das ist ja der Mod-Traktor, da kann ich ja das Fenster aufmachen. Stimmt, da ging ja was hier. Ich kann auch die Türen aufmachen, alle. Ja. Aber Tür würde ich nicht aufmachen. Tür auf, Fenster auf, dann kommt wenigstens ein bisschen Durchzug in den Wagen hier. Ja. Hype-Alarm! Cool, ich kann dir auch mal im Live-Chat wieder schreiben. Kannst du sehr, sehr gerne machen. Hey, GG Flo, fängst du schon wieder an, hier die Mimimis abzusagen, Gauner? Du bist vielleicht ein Gandamore, ey. Auf wie vielen Maps spielst du im Allgemeinen so, Keule? Also ich, für mich, hab die Old-Stream-Karte, die spiele ich sonntags. Dann haben wir das Drei-Höfe-Projekt, die drei Farmer, was ihr ja ordentlich feiert da draußen und sehr viel Liebe rausgibt, wenn wir was zocken. Dann sind wir auf der Mercury-Bauernhöfe. Dann habe ich die Felsbrunnen, die im Mühlenkreis Mittelland und die Marvel-Männer. Ja, und dann kommt halt noch so das ein oder andere Projekt dazu, wo ich halt CK-Besuche mache oder jetzt CK um die Welt, ne? CK-Crew um die Welt, wo wir ja jede Karte einmal antesten. Das ist so, wenn das, was aktuell läuft. Heute? Bitte? Die Weltreise. Was damit? Wenn du die dritte machst. Kann ich die mache? Muss ich mal gucken. Mach die Klimaanlage an, mit Fenster auf, kommt der ganze Staub rein. Das gibt Ärger. Von wem soll das Ärger geben? Das ist doch nicht gemietet, die Maschine. Das ist auch nicht meine, ne? Ja, bitte. Ich war ja auch schon mal bei dir auf dem Server, falls es noch weiß. Boah, kann gut sein. Ist aber Ewigkeiten her, ja? Aber nur schon dieses Jahr. Was habt ihr alles für Mods drin, ne? Die sind alle auf meinem Discord. Lieber LOLRC. Letztes Mal hast du immer verloren. Ach komm, Flo. So oft hast du letztes Mal auch nicht verloren. Übertreib's mal wieder vollkommen. Ich bin jetzt gerade da, gerade ich sehe euch. Dahinter bin ich. So, Meister, dann sehen wir dein Vehikel um und lass uns direkt wieder wegfahren, bevor er uns hier wegrammt. Das stelle ich mir witzig vor. Bin ich moin, Marco. Mach ich natürlich nicht. Mach ich natürlich nicht, euch Ramme. Das ist ein Mietschlepper, da ist sowieso alles egal. Ja, stimmt. Auch wenn es kein Mietschlepper wäre. Solange da nirgendwo Commander Coil auf dem Lenkrad oder in der Mittelkonsole steht, ist es nicht meins, also muss ich nicht sauber halten. Aber ich mach die Tür trotzdem dazu, komm. Nee, ist kein Mietfahrzeug. Ich gekauft. Junge, 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 da hast du aber ein paar Pappeln. Leute, wir brauchen Unterstützung. Kommt mal ran, ladet euch mal die Mods runter. Wir brauchen noch einen dritten Häcksler und einen dritten, Soll ich mal meine Freunde fragen, die wo online sind, ob sie bei mir YouTube-Video mitmachen wollen? Mach das mal, Jan. Ich hab, 90 Freunde, da kann man mal fragen. Mach mal nach. Kann immer noch nicht mitspielen, woran liegt's denn, LRC? Dann hau doch mal raus. Du reist ja um die Welt. Ne? Und wo ist dann Heißluftballonkeule? Also ich mach das ohne, ich kann fliegen. Ich bin Peter Pan. So. Hier. Ja, jetzt frage ich mal, wo ich die 32er Gruppe habe, wo 32 sind. Nee. Ist auf dem Weg, sehr gut. Wieso kannst du denn nicht mitspielen? Schreib doch mal in den Chat. Vielleicht können wir dir helfen. Oder bist du PC-Spieler? Dann haben wir die Ursache ganz schnell gefunden. Ja, dann habe ich mir schnell gefunden.
Würde gerne, Felix. Ach ja, du bist auf dem PC. Ja, gut. Heiner, hi, herzlich willkommen. Keule. Ja, hier ist einer. Ja, ich hab gefragt, eine dieser, die das sie kommen können. Sehr gut, dann bin ich mal gespannt. Aber wir haben ja auch genug Zuschauer, 72 Stück. Irgendwer ist bestimmt schon dabei, sich die Mods runterzuladen. Okay. Keule, findest du, dass es viele Mods sind? Nö, ich habe ja vorhin nochmal durchgeguckt. Ich muss mir zwar auch 6 oder 7 Stück runterladen, aber so viele waren es gar nicht. Ich muss mir eine musste ich runterladen. Also wenn ich jetzt nochmal kurz durchzähle, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 39 Mods hast du. Okay. Keule. Ja. Beim LS17 gab's doch die Oldtimer, gell? Ja. Weißt du, ob's die auch im LS19 kommen? Ich vermute mal ja. Also es würde mich schwer enttäuschen, wenn nicht. Ich habe zwar einen Modder als Freund, der auch für uns Mods macht. Und der legt sich dran, dass er die Mods für uns bald hat. Für den LS19. Ich bin dran. Ich schreibe ja auch mit dem einen oder anderen Modder. Mal gucken, ob ich da eine Rückmeldung kriege. Ja. Ich spiele nur auf PC, das ist sehr schade, Thomas Gaming. Grüß dich, Keule. Meinst du, dass der Mod Bodenbeschaffenheit noch kommt und besser wird als im LS17? Mod Bodenbeschaffenheit haben wir im LS17 für Konsole nie bekommen und auch nie gehabt. Oder? Nö. Bodenbeschaffenheit? Entforschen? Nee. Ja. Ich muss um 18 Uhr draußen raus. Ja. Moin Moin Nickel, Grüße. Genieß den Urlaub, Bruder. Guten Abend, CK Thomas. Und ich bin auch der Meinung, Bodenbeschaffenheit, beziehungsweise was heißt der Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass Bodenbeschaffenheit auch in LS19 nicht mehr kommen wird. Denn, Leute, ich sag jetzt einfach mal so raus, wie ich es denke. Ne? Wir kennen alle und jeder, der hier dabei ist, kennt LS, spielt LS und hat auch sehr viel LS-Erfahrung. Der ein oder andere mehr als der ein oder andere, aber jetzt mal unter uns, und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige, wenn man mal drüber nachdenkt, kein LS, auch LS17 nicht, was rausgekommen ist, gab es danach nochmal größere Änderungen am Spiel selber. Das heißt also, so Geschichten wie Bodenbeschaffenheit, wo aber auch von Anfang an quasi zu Beginn von LS19 schon die Fragen kamen, wie sieht es mit Bodenbeschaffenheit aus, und diese Sachen auch immer abgelehnt worden seitens Giants, beziehungsweise gesagt worden, keine Ahnung, ob wir das mit reingenommen haben oder ob das möglich ist umzusetzen. Es ist nicht umgesetzt worden, also wird es auch nicht umgesetzt, meine Meinung. Jan, wo bist du? Ich bin gerade da oben. Ganz einfache Erklärung, weil ein vorhandenes Spiel, sei es jetzt LS17 gewesen, es wurde nie großartig so geändert, dass da noch irgendwas reingenommen wurde an Neuerungen, das einfach das Spiel komplett verändern würde. Heißt, Torsten. Ich habe ja auch vermehrt oder schon öfter auf andere Fragen die Antwort bekommen von Giants zur PS5, werden die Karten neu gemischt und da müssen wir einfach mal gucken, was reinkommt. Nee. Weißt du, wann, ob der MB-Truck kommt? Der MB-Truck wird nicht kommen, CK Noah. Der MB-Truck ist Mercedes und Mercedes ist eine Lizenz, die Giants nicht hat. Zumindest bis heute nicht hat. Wann kommt der Jahreszeiten-Mod? Das wird noch ein bisschen dauern, Dominik. Bis jetzt aktuell immer noch dieselbe Rückmeldung vom Modder. Er arbeitet mit Hochdruck dran, aber bis jetzt noch keine Rückmeldung, wann es kommen wird. Sascha, moin, Mahlzeit. Denk dran, dass es ehrenlos ist, unangemessene Texte und ähnliches in den Chat zu schreiben. Ja, danke. Sind heute neue Mods für die Xbox, PC, PS4 oder so? Nee, bis jetzt ist gar nichts gekommen, soweit ich weiß. Ah. Mal gucken, ob heute noch was kommt. Keule? Ja. Weißt du, ob LS20 für PlayStation noch rauskommt für PS4 oder erst für PS5? LS21 kommt für PS5 raus. Ob es auch für PS4 kommt, weiß ich und nicht. Und LS20 für PS4. LS20 wird es nicht geben. 2-Jahres-Rhythmus. Die Geraden sind für so Sachen wie, jetzt helfen nur auf die Sprünge. Was war das? DS oder so? Nintendo DS kann das sein? Ja, Nintendo DS war LS18. Ja,
Die geraden Zahlen sind immer für Nintendo DS und so eine Geschichten und die ungeraden sind dann für Konsolen, PCs, Xbox. Kann man mitspielen? Ja. Marol, natürlich kann man mitspielen, herzlich willkommen. Hast du jetzt die Tiroler Alpenwelt? Nee, habe ich nicht. Bin von PC auf PS4 umgestiegen, deswegen frage ich. Achso, Chris. Ja gut. Haben wir auf der Konsole so noch nicht gehabt und wenn es kommt, dann zur PS5, wenn es umsetzbar ist. An sich kommt Handy und Tablet. Handy und Tablet zählen auch dazu, ja. GTA Martin, moin, ja. Herzlich willkommen. Hey Kölle, wirst du dir die neuen Konsolen kaufen, wenn die dann neu rauskommt? Und wenn da welche der zwei Konsolen, PS5 oder... Bitte nochmal. Ich werde mir die PS5 definitiv kaufen, wenn das die Frage ist. Keine Xbox oder so, ich werde mir die PS5 kaufen. Ich kauf sie mit. So, die nächste Bahn nehmen wir aber mal die komplette Breite von deinem Schneidwerk, wa? Thorsten? Jo. Thorsten? Huh? Kaufst du dir die PS5? Wenn sie nicht so teuer ist, ja. Ich kauf sie mir nicht. Ich sag dir, diese Map ist geil. Wow. Ich spiel, Thorsten, wenn dann, dann kauf ich, wenn dann, dann spiele ich das lieber auf dem PC. Alles klar, Nickel, mach's gut, genieß deinen Urlaub, Bruder. Moin King, herzlich willkommen. Habt ihr noch ein bisschen zu tun? Ja, wir müssen nur zusehen, dass hier unser Thorsten das komplette Schneidwerk einsetzt. Dann geht das definitiv einen Tucken schneller hier. Hi, Imanux, herzlich willkommen. Und wir kriegen jetzt Unterstützung. Und momentan ist die PS5 für etwas 500 Euro. Ich hab dir noch was geschrieben. Ja. Gucke dann danach. Mal. Nee, mach bitte jetzt mal. Solange noch synchronisiere Daten mit anderen Spielern nicht. Es interessiert mich nicht wirklich, was die PS5 nachher kosten wird, weil wenn sie kommt, werde ich sie mir definitiv holen. Denn neu ist immer besser und Fortschritt durch Technik ist definitiv gut. Und ja, ob ich jetzt für meine PlayStation 4 schon meine 300, 400 Euro zahle oder für die PlayStation 5 dann wieder 300 bis 500 Euro irgendwas zahlen werde, ja, Dominik. Ist halt einfach so. Hallo. 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 Also wir brauchen jetzt definitiv nochmal einen Häcksler und nochmal einen Trecker für den Dominik. Ja, aber es bringt jetzt nichts, wenn er jetzt einen Trecker hat, weil wir haben... Oder er kann Helfer einstellen. Ja, müssen wir halt mit Helfer arbeiten. Also wir bräuchten definitiv noch einen Häcksler, weil wir, es dauert ja so lange, bis wir hier voll also sind. Also Häcksler steht schon einer an bei der BGA. Steht einer. Hat der auch ein Pappelschneidwerk? Nee, sie muss ich dann kaufen noch dazu. Soll ich schnell kaufen? Ja, mach das mal, Jan. Sehr gut, Death Bro. Dann kannst du ja jetzt endlich wieder nach Hause gehen. Wo ist eigentlich Klaus Kleber? Das kann ich nicht sagen. Kann ich dir nicht sagen. Bei Forstmaschine, oder? Bei was ist? Nee, unter den nee bei Schneidwerken. Genau. Eltexler-Schneidwerke. Das zweite. Ja. Also, ich hab's dir gekauft, Dominik. Und du kannst jetzt, wenn du willst, dir der Häcksler bitte BGA schnappen. Und dann. Und dennoch ein Anhänger und ein Träger wahrscheinlich, ne? Ja. Kaufen wir die PS5 erst ein bisschen später, dann sind die steht einer in der Halle oben beim Hof. Ja gut, was halt Kinderkrankheiten und so angeht, muss man halt einfach abschätzen. Ne? Ich muss auch abwägen und gucken, ob ich mir direkt instant sofort am ersten Tag die PS5 hole oder ob ich halt auch ein bisschen warte, aber mal gucken. Das entscheide ich jetzt noch nicht. Dann werde ich mich überraschen lassen, wann sie überhaupt rauskommt, die PS5 und was es so an Testberichten schon dazu gibt. Sind die Pappeln gedüngt? Ich kann mal kurz gucken. Ja, die sind gedüngt. 60%. Ja. Ey Thorsten, was ist jetzt los hier? Nicht immer Handy am Steuer hier, ungeheuer. Alles vollkommen gedüngt, mein lieber. Keule, wie viel Prozent hast? 86 erst. Ja, wenn
ich kann ja noch beim Keul, ich kann ja an der Rand stehen. Dominik fährt bei mir ab und ich warte dann, bis die Keule voll ist, weil dann geht's schneller, oder? Ich weiß nicht. Dann brauchen wir nicht das hin und her gefahren haben. Er braucht halt seinen eigenen Häcksler wirklich mit dem Anhänger oder so, ne? Ja. Entweder hängt er sich den direkt hinter den Häcksler und fährt einfach so, oder er lässt halt einen Helfer fahren. Eins von beiden. Eigentlich macht der Helfer ja mehr Sinn. Kannst du es auch mit dem Helfer machen, dann fängst du mit dem Helfer, mit deinem Helfer halt auf der anderen Seite von uns an, die lange Bahn hoch und runter zu fahren. Dann kommen wir uns nicht in die Quere. Dominik, ich hab dir eine FA geschickt, gell? Mhm. Moin, CK Yannick. Ich glaube, das war Sekundenschlaf, das kann natürlich auch sein. PS5 kaufe ich mir 3 Monate nach, weil die PS4 habe ich für 200 bekommen, okay. Und trotzdem wird der Anhänger nicht voll, ja gut. Wenn du mein Pappelfeld mit seinem Pappelfeld vergleichst, ist das sehr lückenhaft, ne? Also du hast ja mein Pappelfeld auf unserem 3-Höfe-Projekt ja gesehen. So. Den großen Zuckerrohranhänger hinter den Häcksler, ja, das geht natürlich. Ach ja, stimmt, den gibt's ja auch noch, ne? Ja, der Zuckerrohranhänger mit dem LKW, der gibt Kohle rein. Wenn du den 66.500 Liter Anhänger einfach hinter deinen Häcksler jetzt spannst und hier hoch und runter eierst, da brauchst du aber ein bisschen, bis die 66.000 Liter voll sind. Keule? Ja. Ich hätte eine gute Idee, das wäre besser, wenn wir jetzt hinter der Helfer Anhänger mache und dann selber noch mit dem Anhänger fahre. Ach so, geht das auch ganz gut. Es müssten nur weitere Leute reinkommen und dann können die halt den Häcksler fahren, ne? Ja, ich habe ja meine Freundin gesagt, sie können. Oh, 1% noch, dann bin ich full. Jo, ja, Keule, ich fahr mal zu dir runter. Moin, Versteckgamer, herzlich willkommen. Ich komme sofort, alles klar, Jonas. Hey, Leonie, was geht ab? Oh, ich bin voll. Dominik? Fahrst zu mir, Hinderer? Sägewerk. Und meine Helfer, für Helfer. Eigentlich ist es total egal, wie ich zum Sägewerk fahre, ne? So. Hauptsache, man kommt nur zum Sägewerk. Also eng ist das nicht gepflanzt. Die Pflanzen haben wenigstens Luft zum Atmen. Ach, willst du jetzt einfach mein Pappelfeld schlecht machen? Komm du mir nochmal auf mein Pappelfeld, wo du mir erstmal helfen musst, mein Freund, ne? Das ist ja nicht so, dass ich da alleine die Pappeln wegpresse mit der Rundwickelmaschine dann. Das machen wir alle drei schön zusammen, mein Freund. Soll der jetzt hier hinten, wo ich jetzt bin, anfangen? Kennst du das rauspressen? Wie meinst du das rauspressen? Wie viel? Das Wetter ist doof. Kannst wohl nicht in deinen Pool, wa, Leonie? Ja. Was sollen dir die Ärzte am besten sagen, Deathbro? Soll ich jetzt, soll der Hengstler jetzt hier hinten anfangen? Hey, sorry, Thorsten. Ich wollte nur mal kurz sagen, achso, du verlässt uns also auch schon wieder, Leonie. Deine Aufenthalte werden immer kürzer bei mir, was habe ich dir nur getan? Katastrophe. Das ist ja die lange Bahn. Bin das mir noch nicht sicher, achso. Da drückt er sich wieder, weil es Holzarbeit ist, wa? Schmitty, da drückt er sich vor der Holzarbeit. Du bist im Urlaub? Ach ja, egal. Hast du etwa im Urlaub was Besseres zu tun, als Keule zu gucken? Katastrophe. I'm so sorry. Hey, Keule, ja, das sorry, kannst du dir aber auch stecken. Im Urlaub habe ich dich auch angeschaut. Bei YouTube. Soll ich mir einfach einen Trecker nehmen, der in der Halle steht? Ich gehe in den Pool. In den Pool? Ja. Christoph, hast du etwa Hochsommer bei dir? Hä? Hey. Bei mir sind es gerade 35 Grad. Lol. Bei mir 40. Schöne Zeit im Urlaub auf jeden Fall, Leonie. Da kann ich dem Huibu nur beipflichten. So. Kann man nicht nachvollziehen? Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wie kann man nur im Urlaub Besseres zu tun haben, als Streams zu gucken? Hey, Thorsten. Also mir ist immer relativ langweilig im Der Urlaub. Der hätte sich eigentlich keinen Anhänger kaufen brauche. Dahinter steht nämlich einer. Ja, eben.
Und in der, ja gut, hier oben in der Halle war ja auch noch. Thorsten, du hast ja jetzt wahrscheinlich gleich keinen Abfahrer mehr, weil ich bin jetzt auch schon bei 80%. Soll ich dir dann den Anhänger bringen, dass du ihn anhängen kannst? Nee. Ich hab so, mir jetzt das meinst du, das rauspressen, Christian. Hi Karin, herzlich willkommen. Hey Thorsten, weißt du, wo wir im Silo gefahren sind, das wäre was für eine Keule gewesen. Wo bist du denn im Urlaub, Leonie? Oder? Thorsten. Ja, aber ich hab ja hier ja, auch noch Maisfelder. Soll ich es noch? Müssen wir das heute auch noch machen? Soll ich jetzt dahin, wo ich... Nein, guck mal selbst Pappen an. Hey Keule? An der Ostsee bist du? Nice. Wie ist das Wetter an der Ostsee zurzeit? Ja, bitte, hier ist einer. Du könntest es so machen, so, dass alle schätzen können, wie viel, also du verdeckst es, wie viel wir verdienen und am Ende schätze die alles und du schreibst das auf, wie viel wir verdient haben und dann mal gucken, wer richtig schätzt hat oder wer am nächsten dran liegt. Das ist ja jetzt zu spät, jetzt habe ich ja schon abgeliefert. Ja, stimmt. Ich nehme jetzt den. Servus Hitler, Daniel. Moin, Popskill, herzlich willkommen. Hallo CK Pharma, herzlich willkommen. Heute nicht so teils warm, manchmal auch Regen. Ah, das ist kacke, ja. Wenn man schon mal Urlaub hat, soll das Wetter auch geil sein. Sascha, moin, herzlich willkommen. Ach, komm, ich fahr ein bisschen weiter vorne zu dir hin. Der dritte Häcksler steht jetzt beim Bahnsilo Ost. Den habe ich jetzt da stehen gelassen. Und fahr jetzt den Helfer hier ab. Ja, gut, dass du den Helfer nimmst. Kannst du den so setzen, dass er auch runterfährt, also wo dein Häcksler steht, runterfährt? Hi, Benedikt. Müsstest du mir gleich einmal Rechte geben, wenn ich am Ende der Bahn bin? Ja, ich kann keine Rechte verteilen. Ah, doch, kann ich. Soll ich ihn machen? Ist noch besonders am Freitag da? Wie lange bist du? Du bist doch jetzt auch noch nicht so lange da. Ja, ich bin gleich da. Bei dir. Wie heißt er? Der Keule, der Rennfahrer. Ah ja, 44 Millionen Rente ist da, natürlich. Also, Bruder, bei Ikea verdient man jeden Monat mindestens eine Mille. Bei wie viel Prozent bist du? Das kann ich jetzt gar nicht sehen, weil... Ohne Keule ist YouTube nicht YouTube. Oh, du machst mich ja ganz rot, Bruder. Hey Lene, du bist gar nicht so weit weg von mir. Meinst du, ich soll mal an die Ostsee kommen? Ja. Prozent LU Beb. Moin. 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 Hallo Dominik. Ja bitte, wieso? Ist hier langweilig? Beb, irgendwas, ich hab dir mal eine FA geschickt. Oh. Du wohnst näher dran, wieso wohnst du direkt an der Ostsee, Sascha oder was? Ah, Keule, du fahrst schon hinter mir. Sehe auch gute, richtig gute Boxspringbetten, ja, aber sowas von. Hab noch nie ein besseres Boxspringbett gesehen als bei Ikea. Mach mal bitte die Randalleleuchten aus, dann ist das Spiel ein bisschen flüssiger. Dankeschön. Keule 92% habe ich. Sehr gut. Ja Sascha, dann kannst du doch gleich mal Meet and Greet mit der Leonie machen, wenn du eh schon da wohnst. Keule, wenn spielst du das andere Spiel wieder? Wenn ich den Häcksler hier ansetze, fährt er einmal quer durchs Feld, weil er eine gerade Linie zieht. Ja, ist nicht schlimm. Zur Not können wir das nachher selber korrigieren. Gut. Moin Nico, was geht ab? Herzlich willkommen. Welcher Nico? Einmal mit dem Trecker. Flo, ey, du bist schon wieder so fies, ey.
Sagt der Scherbeutz was? Wie natürlich. Findest du das neue Auto? Du meinst Pickup, der zu dem Transporter dazu gekommen ist? Ja. Das ist mega cool. Wie select das Spiel gerade so? Alle Dude bei dir, grüße Robby. Ey, Wolfgang, grüße Robby, was geht ab? Hä, ich bin gerade. Guck! Also gerade beim Auto mit dem Rundumleuchten, den Rambock und dass du hinten die Ladefläche umbauen kannst. Ich kann dir sagen, warum das nicht, weil noch ein Helfer jetzt läuft. Ja, weil ich muss schnell was gucken. Wieso, wir sind doch jetzt drei Treckerfahrer, oder? Ja. Hä, und was macht der LU Beb? Reicht doch eigentlich, wenn ein Helfer nur häckselt. Achso, du kannst abfahren bei dem Dominik. Ich kann dir eigentlich Konkurrenz, du und die anderen YouTuber, wieso? Ich sehe hier keine Konkurrenz, Christian. Weißt du, also es gibt. Ja, komm, fahr noch, fahr noch. Es gibt immer einige, die das halt immer so empfinden, als wäre hier irgendwie Konkurrenz zwischen den YouTubern und so weiter. Stopp, aber, ich bin voll. Aber, ich sage einfach mal ganz einfach meine Meinung dazu. Ich sehe keinen einzigen YouTuber auf dieser Welt als Konkurrenz an oder so. Einfach aus dem Grund, weil die Community und die Zuschauer da draußen selber entscheiden, wen sie gucken und wen sie nicht gucken. So, also warum soll ich irgendjemand anders als Konkurrenz ansehen? Wenn ich den Leuten gefalle, gefalle ich den Leuten, wenn nicht, dann gefalle ich ihnen halt nicht. Ganz einfache Geschichte, ja. So sehe ich das. Hi Florian, hi Leon. Welche Map das ist? Ravenport, Standard-Map, auf der wir uns hier befinden. Wir machen heute mal ein bisschen Häcksel. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach dazu, Leute. Däumchen raus, Abo raus, wie immer. Ihr kennt den Lachs. Und sind wir eigentlich voll, Keule? Nö, eigentlich nicht. Wir haben ja sogar noch einen Helfer am Laufen, ne? Wir sind 5. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Bisschen besser, danke, Iceman. Auf der Felsbrunnen, das mit diesem großen Maissäckchen war, da bist du ja runtergegangen. Und in dem Moment bin ich wieder raus. Ja, stark. Keule? Ja. Du kennst bestimmt meinen Freund, weil der ist auch YouTuber und zockt auch Fortnite. Das ist ja schön. Der heißt Real Tobi, also den grüße ich auch. Dann grüße ich schon. Oh, da ist aber einer schnell rausgeflogen. Da hast du nur an der Tür geklopft, zack, Internet weg. Stecker gezogen, bye bye. CK Pharma, herzlich willkommen. Renate Huber, hallo. Wie heißt die auf Landi? Wie meinst du auf Landi? Abgemeint, das liegt an meiner. Keule? Ja. Sorry, muss gleich rausgehen. Ist kein Problem. Aber ich will dann wahrscheinlich nächstes Mal wieder drauf kommen und wir sehen uns dann wieder. Ja, sehr gerne. Kannst jederzeit wieder mitzocken. Jupp, mach ich. Wohin soll ich das Häcksel-Gut hinkippen? Beim Forst, im Hackschnitzelverkauf. Gibt's da Sägewerk. Sägewerk. Sägewerk, ja. Ich spiele normalerweise nie auf der Map. Das ist... Ja, ich bin ja beim Sägewerk. Du bist geil, bist sehr flauschig. Was, ich bin flauschig? Wie heißt der auf Multiplayer? Die Multiplayer-Karte ist CK- Was hast du denn genannt? Besuch? Crew. Crew, ne? Crew. Ja. Wie immer, CK Crew. So ist der Spielname. Und dann Florian, Grüße gehen da nicht raus, mein Freund. Dann musst du dir einfach einen Fernseher anschalten oder eine Nase bohren oder mit dem Arsch Fliegen fangen oder so. Wenn dir das zu langweilig ist, dass wir hier Forst häckseln. Oder? Da muss ich nämlich dezent los. Ich kann mich ja auf YouTube genauso nennen, wie ich heiße, dann weiß ich ja, dass ich bin, ja? Kannst du sie gerne machen. Das ist dir überlassen. Was ist jetzt los? Alle gehen sie auf einmal raus? Ohne sich zu verabschieden, Leute. Was ist los mit euch? Könnt ihr noch nicht mal Tschüss sagen vorher?
Alan, moin. Da kenne ich, kenn ich jemand noch auf dem Server, der auch nicht Tschüss sagt. Da geht ihr einfach mal auf meinen Discord, dort sind alle Mods veröffentlicht, die ihr braucht. Nicht flauschig, das heißt, du bist gut drauf. Ach so, hi Carmen, herzlich willkommen, ich bin immer gut drauf. Und auch ein locker flockiger Spruch muss auch mal drin sein. Also Keule, danke, dass ich mitspielen durfte und ciao, gell? Ja, sehr gerne. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und danke an den Katzhöf, dass ich noch mitspielen durfte. Ja, bitte. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ich muss noch zu meinem Nachbar Rasen mähen. Oh yeah. Kriegst du dafür Kohle? Oder machst du das umsonst? Oder ein leckeres Abendessen? So, Jungs und Mädels, dann haben uns doch jetzt einfach einige verlassen. Ohne sich zu verabschieden, leider. Aber wer jetzt Bock hat von euch hier noch ein bisschen zu unterstützen bei unserem kleinen Pappel-Event und ein bisschen Hackschnitzeln, was wir so ja noch nie gemacht haben, so können wir aber wenigstens auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln, ob und wie effektiv dieses Hackschnitzeln hier wirklich ist. Und vor allen Dingen, wie lange das dauert, bis so ein Feld. Ich habe die Karte auch noch nicht wirklich gezockt. Ja, dann hereinspaziert. Auch wenn dein Chef zusammenscheißt, warum sollte sich mein Chef zusammenscheißen? Dann scheiße ich ihn zurück. Das ist jetzt die Gelegenheit für alle da draußen, die die Karte vielleicht sogar noch nie gezockt haben, die einfach mal mit reinzukommen, ein bisschen mitspielen, ein bisschen Spaß haben. Und wenn nicht, wir können auch noch ein bisschen Zuckerrohr machen. Ich habe gesehen, er hat auch noch ein Zuckerrohrfeld. Wir können auch ein bisschen Mais häckseln, da ist auch noch ein Maisfeld. Also wir müssen hier nicht die ganze Zeit hackschnitzeln. Alle keine Kinderstube genossen? Ach Quatsch. Kann ja sonst welche Gründe haben, dass sie rausfliegen. Vielleicht einfach PSN-Fehler oder was weiß ich nicht. Und zur Zeit noch in der Kriege werden zwei, drei Wochen hier lassen. Kann es kaum erwarten, mit euch zu zocken. Ja, Marcel, sehr, sehr gerne. Weiterhin gute Besserung. Leonie, hast du einfach deinen PS4 nicht mit in den Urlaub genommen? Das ist aber echt katastrophal, ja? Das habe ich nicht von dir gedacht. So eine Blamage. Aber sowas von. So, damit wir jetzt nicht den eintönigen Sound die ganze Zeit hören, mache ich uns mal ein bisschen Musik im Hintergrund an, Leute. Was haltet ihr davon? Habt ihr da Bock drauf, dann mache ich mal kurz hier ein bisschen Musik an. Hier müssen wir wie immer die Rückmeldung geben, wenn es zu laut ist, wenn es zu leise ist, irgendwas nicht passt. Dann bin ich auf euch angewiesen, bis es wieder Hase läuft. Du hast kein BS Plus? Oh, Iceman, erstell dir einfach einen anderen Main-Account, dann hast du für 14 Tage BS Plus. Hilft dir zumindest für heute. Ein Gedanke ab. Depression, da gibt es nicht viel Besserung. Oh, doch. Man kann auch bei Depression mal wieder schöne Tage haben. Ich kenne das. Ich habe einen Kollegen, der leidet auch an Depressionen. Manisch-depressiv ist der. Grüße hinaus an Tobi Gaming und gute Besserung. Bei Facebook-Keule. Es gibt eine Seite bei Facebook, die werden von Facebook-Administratoren betrieben, ja. Der Häcksler fährt ja neben den Pappeln, ja, er wollte glaube ich eine gerade Linie fahren, deswegen ist er einfach jetzt geradeaus weitergefahren. Kann man auch mit der One mit dir zocken? Leider nein, also rein PS4. Es gibt ja kein Crossplay. Wie findet man dich? Wo meinst du das, Marcel? Auf Ingame findest du mich immer. Ich hasse Ravenport, ja Florian. Und, ist das deine Meinung, Bruder? Jeder hat ja zum Glück andere Geschmäcker. Wäre ja scheiße, wenn wir alle gleich wären, ne? Und jeder auf derselben Karte spielt und jeder dasselbe als Vorliebe hat.
Hast du schon in Real Life den Fan 942 gesehen? Ist diese Woche rausgekommen? Nee, habe ich noch nicht. Gibt es eigentlich, da muss ich jetzt mal wirklich fragen, weil ich weiß es nicht, ich habe mich mit dem Thema noch nicht befasst. Gibt es in Real Life einen größeren Häckseleraufsatz für Pappeln? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Chris, gehe selber zocken, vielleicht auch nicht und bleib lauschig. G, Christian, alles klar, Chris. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Zockst du morgen Fortnite? Wenn ja, kann ich bitte mitspielen, weil ich krank bin, auf Ehre. Ah ja, erstmal Ehre ist hier mit Ä geschrieben, ja? Ehre. Sorry, und morgen zocke ich wahrscheinlich Fortnite, ja. Aber muss ich mal gucken, ob man da mitzocken kann. BTF, Bruder, was los? Huch. Mach weiter so. Bruder, Leute, Ehre, mal ein paar Herzchen raus. Sigi, Siegbert, ey. Mein Gott, vielen, vielen Dank, Bruder, für deine 20 Euro Donner. Huch. Da geht die Liebe anders raus. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich habe den Fan 1050 auch in Real Life schon gesehen. Das ist eine Maschine. Übertrieben. Bin wieder da. Der Pool war sehr, sehr kalt. Echt. Glaube nicht, nee, ich glaube auch nicht, Patrick. Ich glaube auch nicht, dass das, ja, eine Größe gibt. Tobi, muss ich mal gucken. Wenn morgen, dann vormittags wahrscheinlich. Weil nachmittags ist ja quasi Drei-Höfe-Projekt abends angesagt, ne? Ab 17, 18 Uhr ist ja immer Drei-Höfe-Projekt samstags angesagt. Und ja, müssen wir mal schauen. Vormittags dann wahrscheinlich Fortnite. Irgendwann. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, Sigi. Ehrenmann. Ohne Spaß. Da geht die Liebe anders aus, ey. Mega geiler Typ. Mega, mega geile Aktion. Mach weiter so, sagt er auch noch. Huch. Und heute Mod, CK Farmer, das kann ich dir so nicht beantworten. Die Woche kamen sehr, sehr wenige Mods nur raus. Aktuell sind auch nur noch Konsolen-Mods im Test. PC-Mods sind aktuell gar keine im Test. Müssen wir mal schauen. Ehrenbruder! Liebe, Liebe geht raus, Mann. So. Jetzt ist die Musik auch schon wieder zu Ende hier, oder was? Ah ja. Das ist nicht schlimm, Tobi. Moin, John Johnny. Was geht ab? Herzlich willkommen. Mit den kleinen Schneidwerken, da kannst du es auch mit den Nagelscheren machen. Ja, mit einer kleinen Hausschere, ne? Kann ich hier die Pappeln schneiden? Nein, aber Schwiddi, weißt du das? Einen größeren Häckselaufsatz gibt es wahrscheinlich im Real Life auch gar nicht, ne? Für Pappeln? Könnte mir schwer vorstellen. Glaube ich auch nicht, dass es da was Größeres gibt. So ein 8 Meter, 9 Meter Ding für Pappeln wäre schon ganz geil. Aber eigentlich gibt es doch immer irgendwas in XXL. Tobi, wenn ich morgen zocke und Bock auf Duos oder so habe, kann ich dich gerne einladen. Morgen Abend ist LS wieder angesagt, ja. 17, 18 Uhr. Eigentlich ist immer CK Projekt Drei Höfe dran. Mit dem Louis und dem Schmiddi. Auf ganz entspannt. Katze.
Mach mal kurz was. Moin Cup, morgen, herzlich willkommen. Hallo Stolper. So. Helfen wir uns selber mal ein bisschen hier. Kennen wir ja nichts, ne? Oh nein, der Zug kommt. Ah! Boah, Schwein gehabt, ey. Kap morgen, was geht ab? Cool, ich dachte, ihr zockt nur Montag, Mittwoch, Freitag. Bin morgen Abend zu Hause, dann komme ich mit zocken, muss morgens nur Karussell aufbauen. Ne, Marcel, ich bin unter der Woche halt nur montags, mittwochs, freitags da, im Normalfall. Am Wochenende ist halt immer, gibt's keinen Streamplan offiziell, weil ich am Wochenende halt auch mal was mit meiner Freundin mache, Familie mache und so weiter und so weiter. Und wenn ich sage, ja, Freitag, Samstag, Sonntag um die Uhrzeit streame ich und dann kommt was dazwischen, ist immer kacke. Habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht, deswegen gibt es da keine offiziellen Tage, auch keine offiziellen Aussagen. Ja, that's it. Offizielle Aussagen und Tage gibt es nur unter der Woche. Gott sei Dank sind Ferien, du Glücklicher. So, meine lieben Friends da draußen. Der Keule, der hilft sich jetzt hier selber. Komm gleich wieder, Katze, und fahr bei dir weiter ab. Ich muss mal kurz diesen einen Trecker hier aus dem Feld befreien. Die Amis haben bestimmt was Größeres. Ja, Hakra, deswegen frage ich ja extra. Vielleicht gibt's... Amis haben eigentlich immer alles in XXL, oder? Wie viel seid ihr? Wir sind nur zu zweit aktuell. Die anderen haben sich ohne zu verabschieden einfach verdrückt. 31er, oder? Klausi, bist du heute on fire oder was ist mit dir los, Brudi? Hä, warum hängt hier der Anhänger in diese Richtung? Was ist da los? Wer ist dagegen gefahren? So, schnell, bevor der Zug wiederkommt. Wie lange macht ihr heute? Oh, muss ich mal gucken, Matthias, ob wir das ganze Feld hier schaffen. Wenn wir nur zu zweit bleiben, glaube ich nicht, dass wir das ganze Feld machen werden. Weil sonst sitzen wir morgen früh um 6 noch da dran. Weil das ist eine ganze Menge Holz. Hä, Wochenende ist man immer on fire? Ah ja, da war ja was. Am Wochenende ist immer gute Laune angesagt, Leute. Und auch feiern und Party und ganz, ganz viel Spaß haben. Zumindest sehe ich das so. Wer das anders sieht, der verpasst irgendwas. So. Der geht auch sonntags in die Kirche. Könnte ab 8:30. Ja, Matthias. 8:30? Müssen wir mal gucken. Da müsste, wenn er so weitergeht, müsste 8:30 noch was übrig sein für dich. Das musst du selber entscheiden, Tobi. So, ich setze nur noch diesen anderen Anhänger Häcksler hier jetzt da drüben mal aufs Feld. Warum fährt denn da vorne nicht weiter? Oh, der fährt weiter. Aber nur übelst langsam. Ich gehe Sonntag in die Kirche. Was? Lena, du enttäuscht mich. So. Attacke. Darf ich sonst mitspielen? Na klar. Warum hast du wieder? Dankeschön, Jan Niklas. Grüße gehen raus, mein Lieber. Schön, dass du da immer wieder vorbeischaust. Motor wird bei euch gedrescht. Nice, Christoph. Kannst mir gerne Bilder schicken auf Insta, wenn du Bock hast. Ich habe mir oft anhören müssen, dass ich in letzter Zeit auf Instagram zu viel Fortnite-Content hochlade und überhaupt nichts mehr über Landmaschinen. Deswegen habe ich jetzt die Tage wieder angefangen, auch Landmaschinen hochzuladen und ein paar Bilder zu veröffentlichen für euch.
Wenn ihr Bock habt und selber welche von euren Höfen oder in eurer Umgebung machen könnt, macht gerne welche, schickt mir die zu und dann verlinke ich euch da drauf. Jetzt ist es zu laut, weil der Kleine hier so schön läuft. Hallo Robert, herzlich willkommen. PC? Nee, leider nicht. Weißt du doch, Niklas. Meinen Besuch kannst du streichen, wieso das, Jolo? Ich finde den neuen John Deere, du findest den Drescher gut, ich auch. Du musst dein Hemd bügeln. Katastrophe, du 31er. Party Opa, vielen Dank für 100, ein Like! Damit du So, Jolo, jetzt nochmal zu dir. Wieso muss ich den jetzt streichen? Ja, weiß doch ja, Niklas, ich habe das Game nicht auf PC. Und auf meinem Laptop funktioniert es nicht. Weil da gibt es für die PS3 oder Xbox One auch den Lenkrad und Steuerkonsole. Das kann ich dir nicht sagen. PS3? Pff. Keine Ahnung. Bin wie immer dabei. Dankeschön, mein Lieber. Weiß ich echt zu schätzen. Mein Vater hat schon Weizen gedrescht, als ich im Krankenhaus lag. Und war er Ernte gut? Hat er was gesagt? Gleich geht's raus und schönen Abend. Dankeschön, Andreas. Und mit der Kamera ist echt gut gemacht, auf jeden Fall, Patrick. Und geladen hast du schon mal alles an Matthias Ehe. Ich gehe sonntags auch in die Kirche, aber nur, wenn ich ministerieren muss. Okay. Ja, dass du die Kommentare gelöscht hast. Ja, Marcel. Ist halt so. Keine Lust mehr drauf, wieso denn das, Jolo? Du wärst jetzt aber nächste Woche Freitag dran, Digga. Da muss ich aber jetzt groß. Okay, dann streiche ich dich leider. Schade. Ist der nächste dran nächste Woche. Geht auch was anderes. Wie meinst du was anderes? Du willst jetzt die K-Besuche in Fortnite haben oder was? Dann spiele wieder das Kochspiel. Müssen wir mal gucken. Ich kläre das mal mit der Lena und dem Hibu. Und dann zocken wir das bestimmt demnächst wieder. Muss gleich 18:30 zur Musikprobe. Mal schauen, ob ihr danach schon fertig seid. Nee, garantiert nicht. Nein, auf einer anderen Map mit was anderem. Natürlich. Also, du kannst es machen, wie du willst, Jolo. Ich bin ja, wie zu Eingangs des Streams schon erwähnt, eigentlich immer drauf erpocht, dass ich halt auf euren Spielständen, wo ihr halt wirklich auch drauf spielt, so wie ich auf meiner Mühlkreis spiele, so wie ich auf meiner Felsbrunn spiele, auf meiner Old Stream Karte spiele, dass das wirklich so eure Karten sind, wo ihr wirklich drauf spielt und nicht so extra erstellte, weißt du, so ein Maishexen Event mit allen Feldern gekauft und so. Weißt du, wie ich meine? Sondern wirklich so, da habt ihr schon 200-300 Spielstunden drauf oder so gefühlt. Und hab Bock, dass da mal die Karte kennengelernt wird, also gezeigt werden kann. Morgen dresch den Minden, ich freue mich schon drauf. Heiß, macht das mal, viel Spaß dabei. Juhu, Sigi, was geht ab? So, 1% noch, dann bin ich voll. Ja. Boah, das sollte reichen. Ach, erst morgen wieder wegen Fieber, alles klar, Toben. Kannst mir gerne auf Discord schreiben. So, wie komme ich jetzt hier einfach. Oh, der Bulle kommt! Nice!
Oh nein, bleib so wie du bist, weiter, immer weiter. Liebe geht wieder anders raus. Was? LS Ronny, Bruder, da muss ich aber schon wieder los, ey. Ganz, ganz herzlichen Dank und vielen, vielen Dank für deine 10 Euro, Dono. Bleib so wie du bist, weiter, immer weiter, Bruder. Vielen, vielen Dank, Ehre. Vielen, vielen Dank, kommt von Herzen. Echt, Liebe geht anders raus. Danke, Mann. Haut mal ein paar Herzen raus, auch an diesen Ehrenmann. Da geht die Liebe echt anders raus. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Ich muss gerade gucken, wie ich hier... Wo muss ich hier lang? Wie komme ich hier zum Sägewerk? Kann ich hier lang fahren? Ja. Ein Ehrenmann. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Ist der Bulle schon drin? Ja. Ich kann ihn nicht hören. Ich habe gestern Abend auch mal wieder LS gezockt. Und Sigi, wie war's? Hey, Philippa, herzlich willkommen. Ronny, 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 Junge. Du machst mich aber auch schon echt wieder schwach, ey. Hallo, hört man mich jetzt? Ah, da ist ja einer. Ja, jetzt. Mein Headset hat gehakt. Das ist nicht so ganz geil gewesen, aber jetzt bin ich hier. Geil. Ja. So. Hier steht doch irgendwie ein Anhänger hier unten im Holzschnitzellager. Das läuft so aber nicht, Jungs. So, der hier muss ich erstmal weg. Ich brauche hier Platz. Die Old Stream Farm ist geil, ja. Ich sag nichts anderes. Die ist mega geil, aber halt wegen den Slots, Digga, wegen den Slots hast du da halt echt Bauchschmerzen. Wünsche dir allen noch viel Spaß, muss mich langsam fertig machen für die Arbeit. Schönen Abend noch, Dankeschön, Cup morgen. Wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit und mach nicht zu viel und zu dolle, ja? Pack doch zwei Hänger hintereinander. Ne, guck mal, was ich hier gemacht habe schon. Ich habe hier den 60, 66.000 Liter Anhänger hintergehängt. Da geht auf jeden Fall einiges rein. Du zockst gerade die Old Stream Farm. Oh, nice. So, wie machen wir das denn? Haben wir noch einen Häcksler eigentlich? Oder willst du einen mit den 66.000 Liter Anhängern fahren? Der fährt jetzt der Traktor. Ja, ich fahre jetzt hier gerade mit dem Traktor. Ah, sehr gut. Sehr gut. Hat man noch einen Häcksler? Ne, wir hatten nur drei, ne? Ich musste mir gefühlt gerade den ganzen Mod-Hub runterladen. Oh, das ist aber schlecht, Death Bro. Was solltest du unterlassen? Den ganzen Mod-Hub? Nein, es sind... Ich habe durchgezählt vorhin. Was habe ich gesagt? 32 Mods? Irgendwas in der Richtung. 39 waren. Ja. Hallo, John Deere, herzlich willkommen. EB, moin, herzlich willkommen. Ist halt, wie gesagt, ich habe nicht so lange Zeit bei meiner, wir sollen gleich noch zu meiner Tante, die hat heute Geburtstag. Ist ja nicht schlimm. Die Zeit, die genutzt werden kann, die sollten wir nutzen. Ja. Und dann stelle ich den hier erstmal ab. Ich schätze mal so bis Stunde. Ja, Stunde ungefähr. Stunde ungefähr, okay. Boah, das ist doch schon mal hilfreich. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr heute macht, weil wir kommen wahrscheinlich erst so gegen 11 oder so wieder. Ich weiß ja nicht, ob ihr dennoch bei seid. Oh, also, du siehst ja, was hier vor uns liegt. Also. Huch. Ja, deswegen. Partyurlaub hatten wir, Sigi. Aber für dich, mein Lieber, machen wir ihn einfach nochmal. Weil du ein Ehrenbruder bist. Und für deine Kids, weil ich weiß, dass sie so drauf abgehen. Damit du
Ehre geht raus. Ups, ich habe dir jetzt schon einen richtigen Besuch geschickt. Alles klar, du. Huch. Den Schrei haben deine Nachbarn gehört, Death Pro. Nicht so laut schreien. Wie lange macht ihr heute da oben? Mal gucken, ja? Mal schnell die Pappeln ernten. Auf ganz entspannt hier. Abfahrt, Männer! Abfahrt! Abfahrt. Tut, tut! Abfahrt, Abfahrt! Aber ich muss sagen, mit dem großen Anhänger, das geht hier vorwärts. Habe auch gerade geschaut, selbst mir fehlen Mods. Ja, mir haben auch welche gefehlt. Aber das ist meistens so. Mir fehlen halt auch immer 4, 5, 6 Mods oder so. Heute waren es 8, glaube ich, die mir gefehlt haben. Hi, ich finde deine Videos voll cool. Schau jedes von dir. Schöne Grüße aus der Schweiz. Dankeschön, Marlow. Patrick, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus. Jetzt sind sie gerade im John Deere 8400 zum Abfahren mit 2 HW80 Hänger Weizen. Oh, geil. Mach mal Fotos. Schick mir mal auf Insta, EB. Poste ich gerne in meiner Story. Und verlinke dich darauf, wenn du Bock hast. Können die Leute, die Facebook sind, mir mal eine Freundschaft, eine FR schicken? Wieso denn das? Brauchst du einfach eine neue Freundin auf Facebook? Also wir sind hier keine Dating-Firma, ne? Also, wir sind hier nicht bei Bauer sucht Frau. Also die Drescher könnten und die Häcksler könnten schon einen Tucken schneller fahren, oder? Ja. Müssen die Schneidwerke irgendwie schon repariert werden? Nee. Kann echt nur 8 km/h beim Appel-Häcksel, das ist echt nicht schnell. Mopsgeschwindigkeit. Wir sind bei Ferien. Wir hatten heute Bücherabgabe. Oh, Bücherabgabe kann ich mich auch dran erinnern. Das ist auch immer cool gewesen. Da hast du dich echt gefreut. Ja, weg mit dem Scheiß. Hey, ich hab schon seit einer Woche Ferien. Unglücklicher. Ich hab erst in einem Monat Urlaub. Oh, ein Monat. Das ist ja noch lange hin. Kein Bauer sucht Frau, okay, dann gehe ich woanders hin. Ah ja, Schmidti, kannst ja morgen anfangen mit Bauer sucht Frau. Ich bin mit Silvia und du, vielleicht hast du noch eine Freundin oder so. Kannst du ja mal einladen. Was denn für Monsterstolper? Ich kenne niemanden, der LS zockt. Alle zocken den Fortnite, Driss oder GTA. Ja, dann komm doch mal auf meinen Discord, Marcel. Da hast du es einfacher, Leute zum Zocken zu finden, als dass die Leute, die kein Facebook nutzen heutzutage mehr, jetzt auf Facebook anfangen. Also, ich glaube, bei mir auf dem Discord sind mehr aktive Leute als auf Facebook, Kappa. Servus, Nico. Facebook ist doch schon tote Geschichte, oder? Du hast nächste Woche Urlaub, Iceman? Nice, gönn dir. Dann setze ich mal einen Druff, hab jetzt 14 Tage Urlaub. Ach du je, er gönnt sich auch. Einfach mal Ausrufezeichen Discord in den Chat, das machen meine Moderatoren gleich für dich, dann kannst du da mal auf den Link klicken. Discord ist sowas wie Facebook für Gamer. Also da kannst du Partys machen, also talken miteinander, da kannst du schreiben, da kannst du alles machen. Und das Ganze anonym halt. Du meldest dich mit deiner E-Mail-Adresse an, deine E-Mail-Adresse wird da aber auch nicht veröffentlicht oder so, du wirst auch nicht zugespammt auf deiner E-Mail-Adresse. Alles anonym. Wer ist dieser Facebook? Ich habe keine Ahnung. Oder muss los, alles klar, sie gehen nur. Mach's gut. Das dauert ja ewig. Ich bin Schausteller von Technik Nullplan. Moin. Hier können diese komischen Schneidwerke, die hier rausgekommen sind, können die auch Pappeln wechseln? Leider nein. Oh.
Oh Mann. Oh Mann. Das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste haben sie nicht dazugepackt, ne? Ja, ist echt so. Du zockst auf PS4, oder? Ja, also wenn mich nicht alles täuscht, bin ich auch auf PS4 unterwegs. Zumindest habe ich dafür einen Vertrag unterschrieben, Kappa. Meinen eigenen Vertrag für mich selber. Keule spielt nur PS4. Das ist auch gut. Stellt euch mal vor, ich würde von heute auf morgen einfach PlayStation den Rücken kehren und auch nur noch PC zocken. Was würdet ihr sagen, Jungs? Ja, das wäre ziemlich blöd. Heute zockst du auf FIFA. Oh, ich habe lange überlegt, es ist gerade ein Bundle im PSN Store, ne? FIFA plus NHL 25 Euro oder FIFA plus Football. Auch 25 Euro. Ist beides gerade im Bundle und ich weiß nicht, ob ich es mir hole, ey. Ich bin da voll. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ach, du bist ja voll. Oha. Dann würde ich kein Fußball spielen. Ich bin da so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie Bock drauf, aber auch irgendwie nicht. Hi, Maximilian. Mega Fail. Nein, dann finde ich dich. Wie du findest mich dann? Daumen nach unten. Keine Freunde mehr, Kommandia. Scheiße. Ah ja, okay. Also ihr werdet gleich Freundschaften gekündigt, wenn ich nur noch auf dem PC unterwegs bin. Alles klar. Ja, das ja sowieso. PC? Nee, lass mal. Oha. Ich dachte, ihr freut euch, wenn ich jetzt mit dem PC anfange. Ja, juhu. Viel mehr Auswahl hier an Mods und so. Viel geilere Karten, habe ich gehört. Ja, kannst du den PC kaufen in 2 Jahren. Dann ist bei uns Glasfaser. Dann kaufen wir vielleicht auch einen, aber bis dahin bleibt mal lieber von PS4. Oder 5. PC, absoluter Daumen nach unten. Alles klar, Leute. Spielname ist die Cake Crew. Sorry, Nico. Gerade weil du selbst spielst. Nein, wir machen das natürlich nicht. Also. Ich werde mir demnächst definitiv mal überlegen, ob ich mir halt einen neuen Streaming-PC hole, damit die Qualität und auch die Geschwindigkeit besser wird, weil ich habe ja dem einen oder anderen, beziehungsweise meine Moderatoren wissen, wie lahmarschig mein Laptop ist, wenn ich auch mal ein Video schneide oder so. Das dauert halt Ewigkeiten und da brauche ich eine bessere Performance für. Kannst später mitzocken, na klar, Nico. Wäre enttäuscht, aber nichts zu ändern, würde dir aber trotzdem weiter zuschauen. Dankeschön, CK Thomas. Nein, ich werde das natürlich nicht machen. Ich bin durch und durch Konsolenzucker, aber nichtsdestotrotz werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann mal ein Upgrade meines Streaming-Equipments machen. Ich nenne es extra Streaming-Equipment, weil da gehört nicht nur ein PC dazu, da gehört dann natürlich auch ein Monitor für den PC dazu. Da gehört dann auch dementsprechend Maus und Tastatur dazu. Und noch ein paar andere Geschichten, wie zum Beispiel eine Facecam, die ich mir dann dazu noch kaufen werde und noch ein paar weitere andere kleine Gimmicks, vielleicht noch ein Greenscreen oder irgend so eine Geschichte, damit wir vielleicht eventuell auch früher oder später öfter wieder mal so ein paar Facecam-Streams mit Maske machen. Der eine oder andere feiert das ja trotzdem. So in meinem Stile, so wie ich das halt durchziehe. Ne? Ob sich das irgendwann mal ändert und wir das Ganze ohne Maske veranstalten, schauen wir einfach so. Hey, Facecam. Oh, Facecam ohne Maske? Joa, bei, wenn wir einen Playbutton haben, okay? Ah, das ist gut.
Sunny Martin. Also da können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ich baue die ein. Nee, den kriegst du ja erst bei 100k, Leute. Also da kriege ich dezent Nasenbluten. Guten Namen Keule und Crew. Arbeit und ab und an mal reinschauen bei euch. Geil. Dankeschön, Kalle. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Du musst leider auch schon wieder weg. Morgen werde ich wohl leider auch nicht da sein. Muss zur Silberhochzeit, aber frohes Schaffen euch, Tüli. Hör mir auf mit sowas. Völker. Wird euch gedrückt und Kuss auf die Nuss. Alles klar, mach's gut, mein Besser. Tschö mit Öl. Heißt das, Bruder. Muss ich groß. Das dauert ja ewig und drei Tage, bis der Hänger voll ist. Ja, hier, da ist ja gerade Strecke. Ich hol mir mal kurz was zu trinken. Tut gleich. Das ist doch aus Hangover, oder? Tüdelü. Tüdelü, blöder Wichser! Der Chinese, ey. Feier ich so hart, so. Den Typen. Jetzt bin ich. Nein, mein Controller! Nein! Er kriegt sofort einen Anfall. Mein Controller ist fast runtergefallen. Oh nein! Ich bin bei 90%. 66.000 Liter ist gleich voll. Hallo Bernhard, mein Friend, was geht? Herzlich willkommen. Denk dran, den Dolch im Blau zu färben, auf jeden Fall, CK Moni. Nicht nur die, auch die rote Zahl darf wachsen, Leute. Auf Ehre, ganz entspannt. Hashtag weiter, immer weiter, sowieso, Jungs und Mädels. Gemeinsam nach ganz oben. Naja, kommt drauf an, wenn du dir einen PC kaufst, dann geht's ganz nach unten. Wieso das? Ja, sind ja alle dagegen. Also ich auch. Weil, naja, PC, nee. Ja, gucken würden sie mich trotzdem, haben sie gesagt. Ja, muss man nachgucken. No risk, no fun, baby. So, 94%, komm. Jetzt mach mal Rushford hier. Hi, Heiner. Willkommen zurück. So, dann brauche ich mal kurz den Trecker hier. Ich muss gleich mal den Anhänger tauschen. Jetzt will das aber wissen, der Commander, aber sowas von. Von nichts kommt ja nichts, Leute. Ab und zu muss ich auch mal beim Heist volles Risiko gehen. So. Zack. Auf geht's. Erster große Anhänger ist full. Weiß aber gar nicht, in welche Richtung man den noch abkippt. Ah, nach links, okay. Ja, guck mal, wer da abgeräumt hat. Der Commander. Leute. Igo, findest du das nicht ziemlich frech, wenn du sowas hier reinschreibst?
Also ich finde schon, dass das ziemlich frech ist. So. Haben wir mal 65.000 Liter endlich im Anhänger. Das lohnt sich doch mal, das wegzufahren. Er cheatet eh sowieso. Also, hallo? Wenn nicht ich, wer dann? Der absolute Cheater. Aufpasse. Worauf? Flying Dutch, worauf denn? Ruckelt ganz schön. Ja, in der inneren Sicht ruckelt es, aber frag mich mal, wieso. Ich hab zu viel Hackschnitzel im Anhänger wahrscheinlich. Dieser Moment, wenn man mit einer Hand den Drescher bedient und mit dem anderen dich guckt. Ja, moin. Also, ich verstehe gar nicht, wieso, wenn ich mal alle 3000 Runden mitmache beim Überfall und dann auch noch gewinne, jedes Mal der Cheater bin. Was ist denn mit den anderen 6 Gewinnern? Oh, ich hätte ja schon vorher reingemusst. Okay, dann fahren wir hier hoch. Geht das überhaupt mit diesem Wagen hier? Oh, es geht. So, raus mit dir. In der Zeit kann ich den hier mal kurz wegfahren. Der steht hier immer noch dezent im Weg. Ne, wir verlängern bis 23. Echt, Matthias? Wir behalten ihn doch noch. So, 97%. Jo. So, das hat sich doch mal gelohnt. 10.000 Euro für 66.000 Liter fast. Das ist doch mal ein Plusgeschäft, oder? Dafür, dass man 5 Stunden gebraucht hat, um den Anhänger voll zu machen? Total, plus, ja. Voll. Na, man, gut, dass er Alessio nicht bestechen kann. Hauptsache Alessio geht's gut, Leute. Boah, hier sind zu viele Bäume. Ich sehe nichts. Hashtag, wir hassen Laubbäume. Nee, wir hassen Laubbäume. Die Laubbäume sind immer schuld. Hatten wie ein Boden. Habt ihr ein Virus da draußen? Habt ihr etwa den Virus? Den legendären K-Virus. Gibt auch keine Impfung dagegen, ne? Wollte ich nur mal sagen, da draußen. Ich klübel da schon was aus, beobachte alles hier ganz genau. Ah ja. So, da hinten. Eigentlich müsste da hinten der andere Helfer so gut wie voll sein. Wir gucken einfach mal. Tauschen wir nämlich den Anhänger gegen den Anhänger aus. Ist erst bei 89%. Da wird einfach mal zwischendurch das Pferd geritten. Komm weg zum Sparen, alles klar. Du bist nachher. Schnitzel unten beim Sägewerk. Da ist weiter rechts, da wo der andere Trecker steht. Fahr da mal hin. Da ist quasi das Rondell zum Verkaufen. Da.
Hab den da jetzt extra mal stehen gelassen als Markierung. Das ist nett. Ach, hier. Und jetzt geht's los. Wer gewinnt? Iceman! GG! Fetzer, was geht ab? Moin, herzlich willkommen. Prozent noch, dann ist der nächste 66.000 Anhänger, Liter Anhänger voll. Servus Silke, herzlich willkommen. Ist das jetzt der andere Account, Nico, oder was? Send you back to Hong Kong, Caravan, Tan, Man, Tan, Lami, Mother, Lami, long time, long time. Sucky, 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 fucky, one time, Hong Kong, Hong Kong, one time, Hong Kong, one time, one time, one time, one time. Etzer, vielen Dank für dein Abo, herzlich willkommen aus der K-Crew. Nice, Mann. Leute, weiter, immer weiter. Könnte mal jemand speichern? Also, der Host hier? Hat er, glaube ich, immer. Hab den Shot. Alles schon. Hab den Shot. Ja, soll ich vielleicht mal WLAN ausmachen? Dann wäre das vielleicht mal besser. Oh ja, jetzt geht das einigermaßen. So, tauschen wir den Anhänger wieder aus hier. Das Pappel-Event extrem. Ja lol, hier steht einfach ein verlassener. Moin, er verlässt einfach. Kein Problem, Nico. Dein Account ist nur für 5 Minuten gesperrt. Ansonsten kannst du damit gleich wieder normal hier aktiv sein. Es sind keine Mods da, Iceman. Habe eben schon geschaut nebenbei. Er kommt wieder. Es sind keine Mods da, nein. Lasst euch hier nicht in die Irre führen, Leute. Ich glaube, Schmidti wäre der Erste gewesen, der uns informiert hätte, dass Mods draußen sind. Er sagt trotzdem doch. Okay, lass uns eine Wette abschließen. 500 Euro, Bruder. Zeig dir jetzt den Mod-Hub nebenbei, weil wir eh synchronisieren. Ich aktualisiere sogar gerade den Mod-Hub. Also ich sehe hier nichts Neues. Wie sieht's bei euch aus? Nee, ne? Komisch. Schade, 500 Euro verloren. Der Schmidti schläft doch, meinst du? Der flirtet mit Praktikanten. Ach so, der flirtet mit den Praktikanten. Er spielt auf Bruder. PC hat, glaube ich, 3 Millionen Plattformen, wo es Mods gibt. Ja, hier, mein Internet war gerade weg. Ich weiß nicht, wieso. Ah, kriege ich dezentes Nasenbluten. Kennst du NF Marsh? Ja, kenne ich. Gibt es aber für die Konsole nicht, Florian. Was ist jetzt los? Switcht ihr durch die ganzen Fahrzeuge gerade, oder was? Ja.
Leckt es immer. Ja, Leute, also bitte nicht in die Irre führen. Phänomenal. Du weißt, wir sind hier auf der Konsole unterwegs. Also die PC-Mods, die kriegen wir eh nicht. Auch nicht unbedingt gemacht haben, weil du kannst PC-Mods von so vielen Seiten runterladen und bekommen. Also ja, führ bitte die Leute nicht in die Irre und sag, es sind neue Mods da. Wenn, dann schreib auch dazu, neuer Mod für PC oder so, dann wissen die Leute auch direkt, was gemeint ist und wo es zu finden ist. Ich bin schon wieder zu spät abgebogen. Huch! Wie findest du den letzten Mod so? Ich sag eigentlich immer in meinen Mod-Vorstellungen meine Meinung zu den Mods. Könnte mal jemand den Hexer hier anmachen, wo ich jetzt bin? Jo. Polizei-Audi fährt so geil für Xbox. Welcher Polizei-Audi? Ach, wäre so geil, sorry. Ich hab grad meinen Fehler. Wir sind bestimmt. Nee, hier verfällt 8 hier bei dem drin. Den du gefahren bist. Draußen. Ja. Musste weiterfahren, damit er wieder gefüllt wird mit seinem Hänger. Ich weine, wieso denn das, Florian? Brauchst du nicht weinen, nur weil die NF-Match oder Marsch nicht rausgekommen ist für die Konsole. Der Drescher ist ziemlich geil, der gestern kam, ne? Ist halt der T500, den wir ja sowieso schon haben. Aber ich finde halt cool, dass der halt so ein paar Gimmicks mehr jetzt hat. Warum soll ich das witzig finden? Phänomenal. Audi S4, den gibt's für PC. Ja, es gibt einige Fahrzeuge, Autos für die PC-Jungs, ne? Würdet ihr gerne mehr Autos hier drin haben? Also auch so Audis und so? Ist das so? Es gibt viel geile Mods für PC, oder? Ist Ansichtssache, Nico. Ich habe alles hier auf der Konsole, was ich brauche. Ich brauche keinen Audi S4 oder so. Ich fahre halt mit Traktoren. Das ist ein Landwirtschaftssimulator. Ansonsten kann ich mir Need for Speed oder so kaufen. Viel mehr Autos? Echt? Aber wieso? Wozu? Ach, da muss schon einiges passieren, phänomenal, bevor du mit mir Stress hast. Ich bin ein sehr kulanter Mensch, der aber sich auch nicht unbedingt alles gefallen lässt, muss ich ehrlich gestehen. Ja gut, wenn man so Sachen wie Polizeiautos und so in den Geschichten hat, Fetzer, ich weiß, worauf das halt hinausläuft. Ihr könnt es halt viel mehr mit unseren Geschichten machen, wie unser Drei-Hilfe-Projekt. Dass man da noch Polizisten mit reine Feuerwehrleute, wenn es noch Feuerwehrautos geben würde und so weiter und so fort, ne? Das wäre halt schon ganz witzig. Ja, ich habe mir auch von einem Fan, der da unten stand, habe ich mir den Anhänger einmal genommen und bei mir noch hinten rangehakt. Nein! Oh, bitte tun wir das doch jetzt nicht an mir. Ja, musst du ja keinen kaufen, Florian. Ich kaufe mir auch keinen PC, weil ich das zu teuer finde. Also, ich kaufe mir schon jetzt irgendwann mal einen PC, aber halt nur, nur um halt Streaming-Qualität zu gewinnen. Also einen besseren Streaming-PC würde ich mir halt holen. Ich habe ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit, dann muss ich los. Okay. Ja. Abend, Niklas.
Kann es sein, dass ihr in die falsche Richtung häckselt? Ja, weil das die längere Bahn ist. Also die Pappeln hätten in die andere Richtung angepflanzt werden müssen. Das wäre besser gewesen, aber warum die Shortbahn fahren? Das ist halt die schmale Bahn hier. Die lange Bahn geht halt in die Richtung. Wenn die PS5 rauskommt, holst du dir dann natürlich, Nico. Wird mir definitiv Neues immer besser, ist mein Motto. Werde mir natürlich auch die neue PlayStation dann holen. Die wird nicht kommen, die NF. Zumindest Stand heute. Keine Ahnung, ob sich das irgendwie mal ändern wird. So, ich bin gleich wieder da, Jungs. Jan? Was Switch? Mitspieler. Kannst du den Häcksler fangen, wo ich grad drin bin? Ja, wo ist der? Warte mal ganz kurz. Hof Eule wieder? Der ist kurz weg. Da vorne ist er. Weil der Jan reingeht. Ey, Thorsten, weißt du, wann der meine FA nimmt? Nee, weiß ich nicht. Der Bulli schickt dir mal eine FA. Ja, seh zu, dass du weiter häckselst, das ist viel wichtiger. So. Da bin ich auch schon wieder. Ah, moin Keule, wie geht's? Ganz gut, und selbst? Ja, auch. PC bist du immer neu kaufen, Grafikkarte und so weiter. Ja, bei PC musst du halt immer upgraden, ne? Keule? Ja. Wir kennen uns schon. Das kann gut möglich sein. Also wenn ich noch keine Alzheimer habe... Ich war erst auf deinem Server drauf. Ja, noch leide ich nicht an Alzheimer, Gott sei Dank, ja. Wer weiß, wie das mal in 70 Jahren ist. Hey, Keule, nimmst du noch auf? Aufnehmen? Du meinst streamen? Ja. 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 Kannst du mal meine Erfahrung nehmen? Während ich streame, sowieso nicht. Okay. Was ist da los, Sascha? Willst du etwa, dass unser lieber Schmidti den Praktikanten heiratet? Oh, Iceman, Alter, das sind Sachen, die braucht kein Mensch, Junge. Da muss ich aber auch dezent los. Dicke Iceman und die Geschichten vom Klogang, ey. Ja moin, man kennt ihn. Hey Thorsten, ich geh jetzt wieder. Ich sag dir, sprich dir nachher den Grund drauf, ja? Ja. Ciao, Keule. Ciao, ciao. Hey, hat er das gebracht, dass er jetzt... Das war ja richtig kurz. Keine ja. Ahnung. Tschüss, geht True Farming bei... Ach, alles klar.
Ja, ich brauche direkt mal so einen Fahrrad machen. Ja, bin unterwegs. Keine Ahnung, habe ich mir noch nie angeguckt. Fetzer, aber viel Spaß. Grüßi, Alia. McManus, Alter, ist das eigentlich das neue Eis von McDonald's oder was ist das? Der Typ ist komisch, ja, ich habe auch keine Ahnung, was das eben gebracht haben soll. So, ich habe jetzt mal kurz mein Essen nebenbei gemacht. Wo sind sie heute? Die neue Eissorte von Ben & Jerry's, McManus. Ach nee, McDonald's, sorry. Was gibt es denn? Gemüse mit Garnelen. Kommt wahrscheinlich gleich Mitspieler. Geil, kommt ihr endlich dazu. Habt euch aber auch lange genug Zeit gelassen, ihr beiden. Ey Florian, ne? Also ich meine das jetzt echt nicht böse, aber hör auf zu nerven, Bruder, Alter. Keule, was machst du eigentlich? Ich häcksel hier. Versuch meinen 66.000 Liter Anhänger voll zu machen. Oh, wieso höre ich das denn jetzt? Ja, was schade ich nur den. Nick McManus ist geil, Brudi. Heute mal gesund, immer gesund. Nicht, dass ich ihn jetzt auf eine neue Idee gebracht habe, irgendwie für sein Merch. Wie das sein Internet? Wahrscheinlich. Wir schaffen heute nicht die 170, ne? Wir waren jetzt, glaube ich, heute schon insgesamt 5 Mal bei 169. Jedes Mal wieder geht's weg. Hey King Sides, guten Abend, herzlich willkommen. Wir können ja auch mal Just Chatting wechseln. Basti Zork, vielen Dank für dein Abo. Herzlich willkommen in der CK-Crew. Bin kurz mal weg. Alles klar. Ich mach den Alleinunterhalter. Wie die Lage ist, oh. Ganz entspannt, ne? Haben schon 3 Milliarden Liter weggehäckselt gefühlt. Müsste jetzt lügen, ich müsste... Oh. Müssen mal gucken, wie viel wir noch stehen haben. Wieder da. So lecker gegessen, warum ist das Bild so klein? Elvis, was gab's denn zu essen? Bei mir gab's gerade Garnelen mit Gemüse. Ein Bild war eben einfach nur mal minimiert. So, lass uns mal gucken, wie viel wir. Hier ist übrigens das kleine Zuckerrohrfeld. Nehmen an.
Ja, wir haben also noch ein bisschen an Pappeln hier stehen, ne? Also ihr seht das hier, dieser ganze Streifen steht noch, dieser ganze Streifen und dieser ganze Streifen. Wer ist jetzt überhaupt beigetreten? Ja, also mein Internet ist heute richtig gut, also man merkt es ja. Also so wie immer. Ja, so wie immer, genau, das kennt ihr mittlerweile. Kenn ich nicht anders. Das ist so ein Rot. Immer ist mein Internet so schlecht. Kauft ihr mal Neues? Ja, das ist ja mal, wir haben ja mal nur, unser ganzes Dorf hat eine tausender Leitung, mehr haben wir nicht. Uff. Uns auf dem Dorf? Aber wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht 1,2 Mbit und das ist schon viel. Ach du Scheiße. Ja, ach du Scheiße, ja. Ja, Dorf ist halt immer so eine Geschichte, ne? Aber unser Dorf kriegt Glasfaser, aber das ist erst Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Ja, kommt drauf an, wenn meine Geschwister auch noch im Internet sind, dann ist das natürlich richtig gut. Oh, nö, wie höre ich denn jetzt schon wieder nicht? Ich wollte gerade sagen, Elvis, da hast du mich aber dezent falsch geschrieben. Oh, ich dachte schon, mein Internet wäre wieder so gut. Wann kommen denn hier eigentlich die neuen Mitspieler? Ihr wolltet doch irgendwer mitspielen. Hat das nicht eben gerade jemand gesagt? Ja, Nachtischlecker Eis. Alter, er hat sich wieder mal richtig gegönnt. GG, dafür habe ich den Kampf gewonnen. So. Oh, ich habe erst 50% in dem einen Anhänger. Also auf Deutsch gesagt 25%. Ich bin aber auch erst bei 37%. Pyros. Wer kommt denn überhaupt? Ey, wann hat er denn hier jetzt? Du spielst Fortnite, Elvis? Nein. Seit wann spielst du Fortnite? Aber entweder sind die Häcksler jetzt hinüber oder. Mein Motor hat einen Schaden. Weil er nur noch 7 km/h. Egal. Nein, ist leider nicht erspielt, YOLO. Nee, du sollst spielen und ich schreibe etwas rein. Okay, ich spiele auch mal wieder für dich Fortnite, okay? Keine Angst. Der Fan, der da steht, braucht er den Schmidi Sonntagscrew? Wer ist denn die Schmidi Sonntagscrew? Was ist da denn los, Schmidi? Hast du jetzt schon deine eigene Crew? Jetzt wirst du auch übermütig. Läuft bei dir, Digga. Läuft. Läuft! Und dann stirbst du. Ja, meistens, wenn du sowas reinsteigst, sterbe ich, ja. Komm ich auf Sonntag, bin Montag noch krank geschrieben. Warum freust du dich denn auf Sonntag? Also ich würde mich ja nicht. Aber ich weiß nicht, freue ich mich dann auf den Sonntag, wenn ich Montag trotzdem noch krank geschrieben bin? Was ist denn am Sonntag dann Besonderes? Werden demnächst übrigens auch wahrscheinlich. Warte mal, nee, das. Nö.
Kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Nee, kann ich jetzt noch nicht sagen. Stream, ach so, ja. Wir werden Sonntag auf jeden Fall wieder streamen. Wahrscheinlich sowieso, so wie jeden Sonntags, vormittags ein Stream, nachmittags ein Stream. Ihr kennt ja, wie der Hase läuft. Norgal ist wieder zurück. Hey, welcome back, Buddy. Und dann schauen wir mal. Ist platzfrei, ja, jede Menge. Wir haben jede Menge Platz. Gehörst du etwa auch zu der Sonntagscrew? Also, ich bin da anscheinend nicht involviert in die Crew. In die Sonntagscrew. Die Gamescom, Maximilian, du meinst die FarmCon? Die FarmCon findet am Ende des Monats statt, 27., 28., 7. Wochenende, Samstag, Sonntag. Hey, wenigstens locker hält die CK-Fahne hoch. Nice. Huch. Die FarmCon ist am 27. und 28. 7. Samstag, Sonntag. Wobei es unterschiedliche Aktivitäten an beiden Tagen gibt, aber die wurden ja gestern in einem Livestream von Giants veröffentlicht oder beziehungsweise so ein bisschen gesagt, was gemacht. Ich muss schon sagen, dieses Feld ist dezent klein. Hätte ruhig ein bisschen größer sein können. Nein, wir sind ja fast durch, also geht so nicht. Warum fährt mein Häcksler so langsam? Also irgendwas stimmt hier nicht. Aber er muss nicht repariert werden. Ich habe eben schon nachgeguckt. Leitwerk muss auch nicht repariert werden. Kann er nicht in beide Richtungen bergauf fahren, das funktioniert ja nicht. In irgendeine Richtung muss ich bergab fahren. Och, der Norgal kommt. Leute, wir kriegen Unterstützung, wir kriegen Verstärkung. Gar keinen Bock gleich zu meiner Tante. Das ist so weit weg und müssen so weit Auto fahren. Schau ich mal nicht so an. Hallo. Hallo. Du möchtest gerne auch einen Häcksler übernehmen, oder was? Komm mal her, der eine ist frei. Da kannst du gerne rein. Wenn er mich noch hört. Hallo? Hallo? Mich hört keiner mehr. Hallo? Ja, hallo? Hör mich die anderen hören? Nee, mein Keule, hallo? Ja, dann hör mich also nicht wir mehr. Wir hören dich. Ich höre nur noch dich. Ich höre nur noch dich. Nur noch. Nur ja, noch, ich höre ihn. Nur noch den Bullen, ey. Ich höre, ja, klar und deutlich. Ach, kommt wegen meinem guten Internet. Katastrophe, ey. Da kommt dann nur geil rein und ich höre niemanden mehr hier, oder? Ja. Also, ich habe den einen Helfer entlassen. Da kann der nur geil gerne rein. In den Häcksler und Vollgas geben.
Das müsste ihm jetzt irgendwer sagen, weil mich hört er anscheinend nicht und ich ihn auch nicht. Hallo? Hallo? Immer noch nicht. Leute, antwortet ihr mir, wenn ihr mich hört? Hallo, 1, 2, Test, Test. Also ich höre alle. Ja, ich höre auch alle. Er hört mich und er sagt aber nichts zu Noagall, oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, du, der Bulle, hallo. Ja, hallo, warte. Ja, sag mal was. Ich hab doch eben gerade gesagt, ich hab jetzt da einen Helfer entlassen, da muss der Noagall nur reinspringen und kann den fahren. Sag ihm das mal bitte. Meinst du? Ja. Hat kurz gehakt und dann, ja. Ja, moin. Ich hab Selbstgespräche geführt. Man kennt ihn. Moin CK, Hunter Brian. Nein, sind keine Moin da. Hab mal was anderes zu tun. Ja. Geil, ich habe nur Pommes. Pommes. Erik, hi. 12 steht Mähdrescher. Jo. Wie, will er sich hier vor der Häckselarbeit drücken? Hallo, wir sind hier zum Häckseln da. Ist es schon soweit bei dir, Commander? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich rede mit mir selber. Mit mir redet keiner mehr. Warum? Ich rede doch. Keule, hörst du ihn? Also. Ja, ja. Keule hört dich nicht. Mei. Was? Okay, so. Gespeichert. Oh, guck mal, wer da kommt. Ich fährt aber ab hier. Unterstützung! Der atmet da so laut in sein Mikro. Ich. Bei wie viel Prozent bist du mit dem ersten Anhänger? Der Ecke? Nein, der andere. Mal gucken, ob ich ihn jetzt hören kann. Er ist wieder rausgegangen. Ja, ich muss los. Wir sollen los jetzt. Welche Hosen haben wir? Ja, 20 Jahre. Mutter kringelt schon rum. Jo. Jo. Gut, erstmal tschüss. Tschüss, danke fürs Mitmachen. Und weg war. GG Iceman! Wie viel Helfer haben wir? Ich habe hier einen in dem anderen Häcksler drin sitzen. Ich kann mal zu den rumlaufen. Ich fahre hier selber den Häcksler. Ganz fleißig. Ich werde mich hier nicht rausbewegen. Ich bin zum Pappelhäckseln hier. Pappelhäckseln extrem, Boys and Girls. Das machen wir so lange, bis Abfahrt kommt. Der hier. Abfahrt. Abfahrt. Jo, genau.
So. Jetzt aber. Music Game. Ach so, das hier ist jetzt die Sonntagscrew oder was? Hallo Steven, Nabend Music moin. Game. Geschenkt davon? Einer wäre hier noch frei gerade wieder. Was denn? Ein Häcksler. Mit einem großen Häcksler. Anhänger. Ah, ich sehe ihn. Hab ihn vor Augen. Mit Riesenanhänger. Ja, ein bisschen groß, aber passt schon. Naja, von nichts kommt nichts, ja? Ja, so ungefähr. Wie, du hörst Keule nicht? Ne, der hört mich nicht. Dann müsst ihr den Server nochmal verlassen und wieder reinkommen. Dann könnte es eventuell funktionieren, aber ist keine Garantie dahinter. Hast du mal versucht, weil Keule meinte gerade Server verlassen und nochmal neu reinkommen, dann könnte es vielleicht funktionieren. Ich hab das schon abgeerntet. Bitte. Also die Streifen sind gerade erst weg. Aber wir sind auch nicht voll die ganze Zeit leider. Wenn man 6 Mann wäre, das wahrscheinlich schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen zu der Sache, die wir machen. Und wir stehen dazu, was hier halt vorbereitet ist. So? Pappeln haben wir so noch nicht gemacht und deswegen machen wir jetzt einfach Pappeln extrem. Ja, ist mal was anderes als die ganze Zeit Mais oder so. Irgendwann ist doch immer das erste Mal, oder? Sagt man zumindest. Habt ihr noch zu tun? Ach, so ein bisschen Schildkröte, ne? So viel ist das gar nicht mehr. Hab schon Schlimmeres gesehen. Alle Felder zum Beispiel mit Mais oder alle Felder mit Baumwolle. So, jetzt werde mir voll. So, der Noah Gall ist ja rausgegangen. Der müsste jetzt gleich wiederkommen. Das ist Nummer 4. Und dann müssen noch 2 weitere kommen, dass wir voll sind. Die kommen schon. Ach hier, die Sonntagscrew. Guck an. Nein, wir haben uns ja abgesprochen. Ja, ich hab mir das schon gedacht. Jetzt kommt der Praktikant und sein Chef, oder was? Aber nicht, dass die sich hier gegenseitig anschreien, weil der Praktikant wieder alles falsch macht. Ihm treten wir direkt vors Schienenbein. Deinem Chef vors Schienenbein treten, das kommt aber nie gut. Nee, dem Praktikanten. Ach so. Dem treten wir direkt vors Schienenbein. Nee, lass mal den lieben Praktikanten in Ruhe. Tag, Tag. Tag. Hallo. Neuzeit. So, da kommt ja endlich mal die Ablöse. Kann ich endlich aufhören zu häckseln hier. Nee, wird Zeit, dass hier, mal ein anderer in den Häcksler einsteigt. Und ich tausche dann mal den Hänger mit demjenigen aus und das ruckelt das Spiel, aber weiß ja an was es liegt. Ja, jetzt ruckelt's kurz, weil gerade 3 Leute gleichzeitig drauf gekommen sind. Da muss ich das Ganze erstmal ein bisschen sinden mit denen. Ein bisschen synchronisieren. Kann ich hier Rechte haben, dass ich den Helfer lassen kann? In dem einen sitzt gar kein Helfer drin. Achso, oh, dann geh ich in den anderen.
der fast voll ist. Oder? Sitzen in beiden Helfern. Dann muss er noch mal aussteigen, dann entlasse ich die. Ich bin schon unterwegs. Ich finde hier keinen Platz. Auch jetzt sitze ich in einem Trecker. Oh, hier ist kein Heck. Oh. Also ich sitze auch in einem Heckklapp drin, ne? Ja, das ist schön für dich. Ah, hallo Padde! Ja. Hä? Hä? Wer sitzt denn jetzt hier in welcher Maschine gerade? Ich sitze hier in einem orangen Trecker ohne Häcksler. Ich sitze im Häcksler. Ach, du sitzt jetzt Anhänger. In meinem. Okay, du sitzt jetzt also in meinem Trecker. Okay, gut. Der Schmiddi kommt und übernimmt die Macht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Was? Der Messi Ferguson, der ist schwarz, da kannst du rein. Ey, ich hör Keule wieder. Ah, da ist er. Ey, nur geil. Keule! Keule! So. Hat doch was genützt. Nee, ich konnte Keule wieder nicht hören und jetzt auf einmal geht's wieder. Keine Ahnung. Seid ihr noch dabei? Ja, warum leckt denn das eigentlich gerade so? Keine Ahnung. Rendert das gerade immer noch so extrem? Ja, 5 km/h. Aber es sind keine Helfer mehr drin bei euch, oder? Nee. Nö, ich fahr selber. Doch, einer bei mir. Achso, okay, ja, dann wer auch immer jetzt hier vor mir ist, mit dem tausche ich mal ganz schnell den Anhänger. Weil der ist, glaube ich, fast voll. Das müsste der Padde sein. Ah, der Praktikant höchstpersönlich. Korrekt. Ich wollte gerade sagen, hinter mir ist nix. Junge, 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 Alter, ich habe eine Fliegekupplung. Guck mal, die fliegt. So, hier, nimm den mal. Gibt's hier irgendjemand, der nichts zu tun hat? Ich gleich, okay, wieso? So. Ich bräuchte bei Gelegenheit meinen Getreideanhänger zum Abtanken. Am Feld 12. Wie Getreide? Was denn für ein Getreide? Ich mache hier Sojabohnen. Wie, du machst Sojabohnen? Wer hat den Vertrag unterschrieben? Das war Katze vorhin. Was? Katze hat gesagt, ich soll auf Feld 12 Sojabohnen ernten. Oh. Alles klar. Jo, dann komme ich da mal hin. Er soll halt mit dem Anhänger, der wohl hinter mir war, schnell zum Feld 12 fahren. Ah ja. Ja, am besten halt irgendeinen Anhänger, den er mir hier stehen lassen könnt. Naja. Man sollte den Helfer enden lassen. Ich glaube. Also, oh Lord, Alter. Ich komm nicht mehr zum Forsthandel. Das leckt aber extrem. Mhm. Ja, die Slots sind ja auch ausgereizt, bis zum geht nicht mehr. Kein Wunder, dass das alles hier so ruckelt. Ne? Thorsten, verkauf mir bitte alle Maschinen, die du gerade nicht brauchst. Aber wirklich sämtliche Maschinen verkaufen, die du echt nicht brauchst gerade. Bei 44 Millionen tut dir das ja nicht weh. Mein Abo hat es selber beendet. Lol, ja, ist wieder typisch YouTube, ja, CK Farmer. Was hast du denn für eine Gummikupplung? Ja, das ist Kaugummikupplung, das ist das Neue. Hat Schmiddi gestern frisch erfunden im Shop gekriegt. Jetzt habe ich gerade mal aufs Stream geschaut, das sieht ja witzig aus. Die Kaugummikupplung. Die ist echt dehnbar, Leute. So, ich unterstütze jetzt mal Thorsten kurz dabei, alles zu verkaufen, was wir nicht brauchen hier. Ja, machen wir einen Überblick bitte. Ja, habt ihr irgendwo Ballen oder Wolle oder so rumstehen? Nee, ich glaube gar nichts. So, den brauchen wir auch erstmal nicht, Und diesen ganzen Anhänger, weiß ich nicht. Den wird benutzt. Kontostand, es wird mehr. Alter, der Bauer hat so viel Geld, der bräuchte gar keine Ernte mehr zu machen. Er könnte eigentlich in Urlaub gehen. Aber das wird ein Lebenszeiturlaub, ja? Urlaub auf Lebenszeit. Das wird ein ausgedehnter Urlaub auf jeden Fall. Der kommt nicht mehr wieder. Ich kann streng in den Ruhestand gehen, ne? Oh. Also ich würde das intelligent anstellen. Bei dem Grundstücksbesitz und der Kohle, Immobilien, Immobilien, Immobilien. So.
Es wird schon etwas ruhiger. Ich war jetzt schon 6 Mal. Ah, schön, es ruckelt nicht mehr so. Juhu. Oh, es ist schon ein bisschen besser geworden, oder? Ja. 2,5 Millionen, oder? 2,5 Millionen an Maschinen verkauft? Läuft. Boah. Man sieht ja alleine hier, guck mal, wie die Felder noch vor mir noch erstellt werden. Ja, gib den Jungs auch mal die Farmmanager-Rechte, dass sie die Felder mal rendern können. Vielleicht hilft das auch. Mit der Spritze mal kurz über die Felder peitschen und sich alles hier rendern lassen. Sämtliche Felder. Wir hauten gerade dem LKW beim Abtanken. Wer ist denn bei Mist? Ist hier Lena oder Schmitty? Na, Schmitty. Schmitty? Was hast du denn im Hänger drin? Das ist ja... Verdammt, das habe ich nicht gesehen, Kleiner. Aber ich bin eh noch nicht voll, also du kannst... Hat der da etwa Hackschnitzel drin? Ja. Gar nicht. Aber jetzt hat er einfach ausgeleert, mitten auf die Straße passt. Was? Mit Straße, da war eine Hecke, das ist biologisch abbaubar. Der ist auch so schmerzfrei. Ja, das wird schon von irgendjemandem wieder aufgesammelt. Das ruckelt ganz schön extrem. Also eben war noch schlimmer, als wir noch nicht die ganzen Fahrzeuge verkauft haben. Ich muss ja sagen, ich habe mich am Mittwoch so weggeworfen. Ich habe Tränen gelacht. Ja, ich lag auch 2-3 Mal unterm Tisch fast. Euch dreien dazu zu gucken, das war der Burner. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt, dass ich da wirklich unterm Tisch gelegen hätte, ey. Vor allem Luis Lache, die hat so angesteckt. Junge, am geilsten war immer noch die Action, als er sein scheiß Ding da, sein Gyros-Fanelli jetzt fast quasi Fritteuse einfach im Müll schmeißt. Flupp und weg war's. Könnte ich mein neues Hängerchen bekommen? Ich bin voll. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich tausche gleich mit dir. Du kriegst den riesengelben Anhänger von mir. Und danke, Schmitty. Jo. So, haben wir mal kurz aufgeräumt hier. Jetzt gibt's keine Maschinen mehr auf dem Hof. Wo komme ich denn noch einen Anhänger? Mein Drescher geht trotzdem bloß 7 km/h. Kann den vielleicht reparieren, oder so? Ich glaube, da geht nichts. Der hat einen Strich weg. Ne? Du brauchst noch einen Anhänger, oder was? Jo. Ich auch. Ist mit dem Ja, Drescher. Ich bring dir doch einen. Danke. So, der Schmitty kriegt jetzt auch einen. Wir haben ja die hübschen Dinger hier. Und Anhänger von dir. Was für Anhänger haben wir hier überhaupt? Da steht überall 0, wenn ich hier Anhänger holen will. Ich hab so einen großen gelben. Ja, du kriegst von mir auch wieder einen großen gelben. Da, hier, so ein Ding haben wir. So, hat der Schmitty noch einen Anhänger. Können wir die Anhänger nämlich jedes Mal austauschen mit den Häckslern. Muss ich dann zum Shop fahren jetzt, oder was? Ja, außer du lässt ihn dir per Post schicken. Ja, dann nehme ich doch per Post. Also zum Händler, hier bin ich dahin. Das kostet aber Gebühren, ne, Schmitty? Musst du mich für bezahlen. Hat er hier einen Rollenwechsel, oder wie? Ja. Heute machen wir da mal andersrum. Bei mir sind es aber 40% Mehrwertsteuer. Oh. Ich habe gehört, die Kosten für Briefmarken wurden auch erhöht. So, nur der Brief kostet 80 Cent. Moin moin Dominik. So, wo steht denn unser Musikgame? Hier, mittendrin. Immer mittendrin stand du dabei, ja? Ja. Ja! DSL.
Kann man mitspielen? Ja, jetzt sind wir aber voll, Fendt. Da hättest du mal die letzten 2 Stunden dabei sein müssen. Da waren wir noch nicht voll. Hast du schon abgekoppelt, dein Anhänger? Ich hab schon abgekoppelt. Bist du auch schon aus dem Weg gefahren? So, hier ist den neuen. Bitteschön, viel Spaß damit. Super, tauschen wir. Ich hab noch 5%, dann bin ich auch voll. Hinten anstellen! Pack ja, der Schmidti, der kommt ja gleich. Der tauscht mit dir dann den Anhänger aus. So, lass mich mal kurz durch, das geht am schnellsten. Moment, warte! Ich hab den falschen Knopf gehabt. Der Shop, der ist ganz unten links. Wenn du nochmal so Anhänger kaufst, musst du die Auflieger-Anhänger mit Volley kaufen. Das ja, moin! MD, was geht da? Mutmusch, was geht ab? Herzlich willkommen. Was muss ich machen, wenn ich nochmal Anhänger kaufe? Dann den normalen Auflieger-Anhänger mit Dolly kaufen. Da kannst du zur Not mal 2 hintereinander hängen, wenn wieder 2 gleichzeitig voll werden. So, ja, das war ja jetzt nur so schnell, weil ich hier zwischendurch zum Stehen gekommen bin. Normalerweise ging das mit den großen Gelben immer so, dass ich einen leer gemacht habe und bevor ich zurückkam, war der andere auch kurz vor voll. Aber ich weiß nicht, die nutzen hier Nosseinspritzung, die sind schneller unterwegs als die Helfer. Alles gut, und bei euch so, Jungs? Na klar, immer alles gut. Moin, Vadim, herzlich willkommen. Guck mal, so langsam hat sich's dann nochmal gefangen. Also die Synchronisation ist anscheinend jetzt so langsam synchronisiert worden. Geiles Wortspiel. Schmidti. Bist du unterwegs? Bist schon am Fliegen? Ja, ja. Ich bin ja mal am Preis gefahren. Kannst ja machen, Florian. Kannst ja mal versuchen. Mal gucken, ob du einen schönen Grund findest. Aber wir können den Spieß ja mal umdrehen. Spaß. Wenn du nämlich so eine Hate-Aktion hier jedes Mal reinschreibst, kann ich dich dafür nämlich auch bannen lassen. Bruder, da muss ich aber los. Was? Ja, so ist das. Oh nein, hier ist ein Baum. Wenn den hier hingestellt. Der wird wahrscheinlich schon länger da gewesen sein. Also bis jetzt ist er mir hier nicht aufgefallen. Den muss ich auch eben irgendwann platziert haben. Da ist ja auch keine Straße, wo du rumguckst. Klar. Ja. Also mit dem Träger kannst du über jedes Acker fahren, also ist überall Straße. Ruckelt wieder irgendwie so. Denn da war keine Helfer drin. Alle Randale leuchten aus. Ja. Machen die so viel aus? Ja. Ich hab's genau gesehen, der ist gerade erst gewachsen. Ja, ich auch, ne? Den Baum hat Schmidti platziert, meinst du? Nein, sowas macht er nicht. Nein. Der ärgert mich zwar so immer, aber der würde mir niemals einfach einen Baum vor die Nase setzen, dass ich gegenfahre. Dafür mag er mich viel zu sehr. Ich könnte mir doch wehtun dabei. Voll überzeugt. Ich weiß ja nicht. Ach doch. Was ist los? Nein, wir sind auf der Konsole. Nils, herzlich willkommen. Wo ist denn Huibu heute? Der ist kurz zum Sparen.
wieder Gummikupplung, ach so ab und zu, ne, aber das sind dann, keine Ahnung, wenn irgendwer halt durch die Fahrzeuge switcht oder so. Oder whatever. Manchmal ist dem halt so. So, jetzt kriegt der die Gummikupplung. Da ist sie wieder. Ja moin, guck mal, seht ihr das? Das ist die Mega-Gummikupplung. Grüße gehen raus an Ben, herzlich willkommen. Das ist, wenn du immer alles mit Expandern referierst. Ja, ist halt so, ja. So, wo ist denn jetzt hier der Padde? Der Padde kriegt jetzt erstmal den großen gelben wieder. Dann wird gewechselt. Oh, Fendt, die sind jetzt seit 10 Minuten erst komplett. Also dauert ein bisschen. Wo will er jetzt hin? Also, Kolja, um 20.20 Uhr ist der Wechsel. Weißt du, da ist man so nett und stellt ihn das Ding hier richtig rum hin, weil man ist ja Profi. Dann haut er ab, ne? Und dann haut er ab. Also wenn ich genau hingucke, Florian, dann haben wir 47 Millionen. Alles erwirtschaftet, Kappa. Pappeln sind einfach wirtschaftlich. Pappeln, also ohne Spaß. Wir haben durch die Pappeln haben wir, glaube ich, jetzt gerade 2,5 Millionen dazu gewonnen schon. Aha. Weil du keine anderen Geräte mehr brauchst, außer die zwei Drescher. Der Fan fährt eigentlich 63, ja, aber dadurch, dass ich hier Gummikupplung unterwegs bin, muss ich ja das Ganze ein bisschen ausgleichen, deswegen fahre ich nur 30. Mit Gummikupplung ist Höchstgeschwindigkeit 30 vorausgesetzt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Mehr hält die nämlich gar nicht aus. Trotzdem driften. Ja, also jetzt merkt man es, bei 6 Leuten ist die Internetauslastung von unserem Thorsten dann doch überlastet. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja gut, er hat nur 16.000er Leitung, ne? Das läuft ja noch relativ flüssig. So, der kann. Der braucht mich. Huch, da ist aber auch ein Angebot. Oh, Gummikupplung, Mann. Marktlücke, Keule. Ja, ich glaube, ich sollte da ein Patent drauf anmelden. Ab sofort. Ja, ein bisschen mehr aus, die Gummikupplung. So, wer braucht denn gerade Anhänger? Ich glaube, der eine Helfer, ne? Ja, bist ja auch schon da. Ja, aber mein zweiter Anhänger ist noch nicht voll. Noch nicht voll? Nein. So, egal. So.
Also, ich verstehe das aber trotzdem nicht. Es sind nur 40 MS. Ja, hab ich auch. Und trotzdem ist das so überfordert. 35. Ja. Dürfte eigentlich nicht sein, es wird ja erst ab 50 eigentlich so. Und jetzt steigt es aber gerade. Aber trotzdem nur 40. Welche Map ist das? Das ist die Ravenport, Emanux. Vielleicht habe ich die Befürchtung, kann das auch an den Pappeln liegen. Vielleicht, weil das so viele sind, die da drauf gepflanzt worden sind. Ja. Das muss das auch vielleicht umrechnen, ne? Also ich habe das Gefühl, dass das vielleicht an den Pappeln auch liegt. Schwer zu sagen, wann das liegt. Ist anstrengend. Da sind nur die Top-Chatter drin. Achso, ja, sorry, habe ich gerade gar nicht gesehen, die Frage. Ja, wenn du auf Top-Chat gehst, da sind nur die Top-Chatter drin, also die, die richtig aktiv hier in den Chat schreiben. Wenn du das einstellst, dann siehst du manche andere Nachrichten dann einfach gar nicht. Das ist mir mal vor einiger Zeit passiert. Und dann haben mir meine Moderatoren Nachrichten auf Discord zukommen lassen und haben gesagt, hast du das nicht gesehen, was da geschrieben wurde? Huch. Kumpel und demnächst bei ihrem Landhandel. Tragen Sie Ihren Bauer zum Arzt oder fragen Sie einfach den anderen. Ah, alles klar. Das ist quasi riesige Nebenwirkungenbeschreibung, ja. So, ich bin nochmal weg. Alles klar, CK Iceman. Chill mit Öl. Bis zum nächsten Mal. So, unsere Aufgabe ist jetzt ganz einfach, Schmidti. Wir stehen hier und warten, bis die Anhänger voll sind. Jo. So, wollen wir ein Wettrennen machen? Aber einen schönen Trecker hast du da. Meinst du mich? Ja, nee. Klar, hast doch den Messi Ferguson. Mhm. Bloß in Grau. Ja, ja. Wunderschön. Mhm. Ach, Florian, Digga, Alter. Buschel, moin moin. Was stimmt denn mit ihm nicht? Ich weiß auch nicht. Frage eben vor 2 Sekunden beantwortet und jetzt spammt er. Könnte ihm gleich mal eine Outzeit für gehen. Timeout. Das ist das heute? Der 80. glaube ich. Ja, muss er dann hier bleiben? Schmidti ist schon wieder radikal. Ja. Raus mit dir! Hör auf, um zu nerven! Ja. Florian, falls du mich gerade hörst, ich würde dich einfach bitten, dich an die ganzen normalen Chatregeln hier zu halten. Nicht zu spammen. Die Fragen, die werden dir beantwortet. Manchmal auch ein bisschen später. Und wenn du Langeweile schiebst, ja, dann tut's mir leid, Bruder. Zwingst sonst meine Moderatoren einfach da, dich dann irgendwann auch perma zu bannen und dann kannst du dich halt gar nicht mehr reinschreiben. Wenn das dein Ziel ist, dann schreib das einfach als nächstes hier rein. Ich möchte nicht Nervenkeule. Dann wissen wir auf jeden Fall, woran wir bei dir sind und dann haben meine Moderatoren auch den Freischussschein. Eine Geschichte. Ne? So. Wie sieht das eigentlich aus bei unserem Häckslerfahrer, Drescherfahrer? Wo ist der überhaupt unterwegs? Der Drescherfahrer. Ich bin hier auf Feld 12. Ja, ich fahre noch. Er fährt noch. Ich glaube, Feld 13 sind auch Sojabohnen oder so ähnlich. Drüber gucken? Nee, Feld 13 sind Sonnenblumen. Sonnenblumen? Oh, schade. Schneidwerk habe ich leider verkauft. Oh. Schade, muss ja anscheinend doch auch so ein Häcksler hier nehmen als nächstes. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe mich ja nicht freiwillig zum Dreschen gemeldet. Das war ja ein Auftrag. Alles gut. Alles gut. Okay.
Komm mal gucken und guck mal, wie voll dein Anhänger ist. Meiner? Ja. Der wird so bei zwei Dritteln voll sein. Guck mal, ey, der hat hier das Riesending, du. Mein Gott. Oh nein, mein Trecker! Er hat irgendwie leichte Neigungsgefahr heute. Problem ist bloß, dass der Schneidewerk einfach zu schwer ist für diesen Drescher. Kann ja, der ist schlecht gebalanced. Das ist der Mod-Drescher. Ach, das ist der Mod-Drescher. Ja. Stimmt, der ist unblockiert. Der Mod-Drescher ist ja nicht super gebalanced, leider, was das angeht. So, wie viel Prozent hast du denn? Ich habe jetzt bloß mal 20, also 3.500 Liter. Achso. Und wie viel ist drin? Hier sind erst 47% drin. Hey Maxi, herzlich willkommen. Wir sind auf der Ravenport Map unterwegs. Wir machen hier die Ravenport ein bisschen unsicher. Zum Abstürzen. Wir reizen sie jetzt so lange aus, bis sie abstürzt. Wie voll bist du, Thorsten? 92. 92, ja. Dann kann ja gleich der Schmidi mal mit dir den Hänger tauschen. Herr Schmidi, fährst du zur Torte und tausch mal den Hänger. Wenn ich den finde. Mal gucken. Na, immer geradeaus. Okay. Unsicher ist das richtige Wort. Wieso unsicher? Hi Hannes, herzlich willkommen. Jetzt fällt mir das auf. Mein Drescher und mein Schneiderwerk haben auch eine Gummikupplung. Musikgamer, wie schnell fährst du? Zwischen 5 und 6. Okay, fahr ich auch. Ja. Ich bin die ganze Zeit nur am Ruckeln. Ja, ich auch. Ob vorne, hinten, der Hänger. Wow. Was war das denn jetzt? Das sind die Hühner. Die machen gerade. Ein Tierimitator. Dezent. Ja, es gibt Chicken Nuggets vielleicht. Wie voll bist du denn? Er scheint voll zu sein. Ja. Mhm. 83.000 Liter. Der arme Trecker. Was ist denn mit dem? Ja, da wird ein bisschen was getrieben. Say that it feels right. Oh, Maxi, vielen Dank, Mann. Was kauft ihr denn da? Kleines, aber feines Trinkgeld. Kauf mal, das hat nicht mal auf der Karte gehört. Maxi, Brudi, vielen, vielen Dank. Ehre. Hier die Grüße und die Liebe anders raus. Danke für deinen Euro, Mann. Ehre. Moin, Dirk, herzlich willkommen. Ich habe gerade mal wirklich alles weggegeben, was man wirklich überhaupt nicht mehr braucht, gerade aktuell. Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber je weniger hier rumsteht, desto besser. Ja, ich bin jetzt von hier gleich fertig. Dann kannst du den Drescher und die Schneidewerk auch mal übergeben. Hilft ja nichts, dafür kommt ja ein neuer Häcksler auf den Hof. Oh. Ja, aber ein Häcksler ist nicht so schlimm, weil der braucht ja bloß wiederum einen Slot und der Drescher ist ja, der braucht ja mehrere. Das stimmt.
Da habe ich auf meinem Großprojekt auch, aber ich laufe da gleich einen Traktor an. Einfach um Slots zu sparen. So. Nur ein Euro, wenn man den Cent nicht ehrt, ist das Geld ist nicht wert, oder wie das heißt. Ja, Bruder, also jeder Euro ist ein geiler Euro. Vielen, vielen Dank, Mann. Bin ich voll deiner Meinung und vielen, vielen Dank für deinen Support, Mann. Warum stehst du morgen früh freiwillig um 3 Uhr auf, CK, Ryan? Hey Monster, was geht ab? Herzlich willkommen. Musikgamer, wie voll bist du? Redest du jetzt von meinem Hänger? Dann habe ich 54%. Ansonsten habe ich 2,5 Promille. Von mir selber reden wir heute nicht. Nein, das hat doch keiner gesagt. Hör doch mal raus, was das mit diesen Slots auf sich hat, verstehe das nicht. Du hast auf Konsolen eine begrenzte Slotszahl, das heißt, du hast 1299 Slots. Und jedes Objekt, jedes Arbeitsgerät, jede Maschine, jeder Anhänger, egal was, verbraucht eine gewisse Anzahl an Slots. Und je mehr Maschinen und Geräte auf dem Multiplayer-Spielstand verwendet werden, kann es mal dazu kommen, dass es halt dann irgendwann anfängt zu laggen. Erst recht, wenn du halt eine schlechte Internetverbindung hast, eine schlechte Internetleitung, besser gesagt, und halt 6 Leute auf dem Server dann unterwegs sind, kommt es dann halt mal zu Situationen wie jetzt, dass es halt anfängt zu laggen. Da musst du halt zusehen, dass du diese Slotszahl, wo wir jetzt gerade aktuell bei 968 von 1299 sind, musst du halt versuchen, so gering wie möglich zu machen. Ja, das hat es halt hier mit den Slots auf sich. Und ja, wenn die Slots dann halt irgendwann voll sind, kannst du halt auch irgendwann keine Maschinen mehr kaufen. Beispiel bei meiner Old Stream Farm, die hat halt so einen hohen Grundverbrauch an Slots, ne? Nur die Karte an sich, so wie sie ist, verbraucht so viel Slots, dass ich mir da fast gar keine Maschine holen kann, leider. Aber naja, es ist halt immer so, ne? Das ist auch im Singleplayer so. Auf der Konsole, nicht nur online. Ruck, wenn man die Schutzzahl ist, kann man nicht kein Problem. Jetzt hast du gerade ein bisschen geleckt. Hm. Ich wollte gerade sagen, jetzt ruppelt Schmidt schon beim Sprechen. Der war in seinem Kabüffchen. Ach so. Jetzt besser? Ja. Ja. Flack an mir. Ja, man hat es doch gehört, was du da gemacht hast. Schöne Zigarette gestopft und eine hier raus. Du warst aber auch Ohren, ey. Ja. Oh Mann. So, geh mal mit meinem Hund raus. Danke für die Info, Digga. Bist ein korrekter Typ. Dankeschön, Maxi. Viel Spaß mit deinem Hund. So, wo muss ich denn damit hin? Zum Sägewerk. Sägewerk ist ganz links. Unterhalb von Feld 6. So von falsche Richtung gefahren, aber von. Ja, Florian, jetzt kannst du wieder schreiben, falls du mich vorhin gehört hast. Ich würde dich bitten, dann einfach aufzuhören zu spammen oder irgendwas hier reinzuschreiben, was halt einfach nicht hilfreich ist. Dir nicht hilfreich ist, uns nicht hilfreich ist. Wenn dir langweilig ist oder so, dann gehst du einfach aus dem Stream raus und dann ist gut. Thank you.
Ja. Also ich komme hier auf jeden Fall nicht vorwärts mit 5 km/h irgendwie. Großbauer, 47,1 Millionen, ja, ja gut, ne? Ich habe halt ein paar Pappeln schon verkauft. Also pro Anhänger haben wir schon 2 Millionen kassiert heute. Der Winter wird kalt, Hackschnitzel sind gefragt. Hackschnitzel ist auf extremste gefragt. Ich musste nachher noch im Discord ein Foto hochladen. Ja, was denn für eins? Vom letzten Stream, als du dann raus bist, haben wir noch zu dritt übereinander mit Glühbirne in der Halle gewechselt. Hui. Habt ihr euch gefragt, wer der hellste von euch ist, oder was? So in etwa, ja. Wie geht das mit den Pappeln, dass man Hackschnitzel bekommt? Einfach hier diesen Pappelaufsatz vorne an den Häcksler dran machen. Den findest du hier unter Feldhäcksler Schneidwerke. Das ist der von New Holland, der 130 FB. Moin Thomas, herzlich willkommen. Gibst du nur den einen? Ja. Hier, ja, ich glaube in LS17 gab es noch einen von Rostelmarsch oder so, kann das sein? Also da gab es auf jeden Fall noch einen zweiten roten oder so. Oh, da weißt du mehr wie ich. Ich weiß nicht, den LS17 habe ich auch. Ich weiß, das ist selten, aber es kommt auch mal vor. So, ich muss mal kurz raus hier. Ich muss hier mal kurz den Helfer laufen lassen. So. Warte mal, wo sind sie denn? Ich gebe euch jetzt einfach mal Bild und Ton von oben. Oh, da seht ihr ein bisschen die Häckslerfahrer hier unterwegs. Fahren, wie die hier unterwegs sind. Passt gut auf, Leute. Nicht, dass hier irgendwas von denen missbaut. Ich bin gleich wieder da für euch. Hast du gehört, Padde? Jetzt fahren wir querfeld ein, ey. Schneiden wir mal eine Schneise rein, ey. Was denkt denn nur wieder alle von mir hier? Nur das Beste, nur das Beste. Aber Pate, ich habe halt auch ein Feld angelegt und habe dann einen Tempomaten reingemacht. Und habe dann in den Shop geschaut und irgendwie total verplant, dass der Traktor noch im Tempomat fährt. Bis ich wiederkomme, bin ist der fast einmal über die ganze Karte mit dem Zug hinterhergefahren. Okay. Kann mir einer sagen, wo ich hier diese blöden Kacke. Immer, man könnte ja noch einen Notfall noch machen, wenn das geht, bitte die Autos vielleicht noch ausschalten. Ja, yeah, ist eine Idee, ja. Dass die, guck mal, die Autos, die stockern, die. Ja, wo sind sie denn noch am Ende? Ausmacht noch. Boah, ich weiß nicht, über. Irgendwie bin ich überhaupt nicht mehr gehypt. Huch, jetzt ich. Das ist doch nicht schlimm, Digga. Wenn du nicht willst, willst du nicht. Dann schrei ich dich. Ist doch kein Problem, Mann. Wer keinen Bock hat, hat halt keinen Bock. Ist doch vollkommen in Ordnung. So. So, mein Häcksler wird das gerade noch abgetankt und dann ist der eigentlich zum Abgeben. In deinem Häcksler? Okay. Ich lasse den noch ganz kurz weiter fahren. Was gibt's denn Gutes?
Ja, wenn du hier schon in der Küche bist, gibt's ja was zu essen. Ja. Ne? Hackschnitzelbrötchen. Ich muss mal schnell aufräumen, bevor die Frau kommt. Ah ja. Too much information. Oh, das ist nicht, Alter. Oh Mann. Du bist das. Wir haben ja noch kein. Eben, wir haben ja noch keine 22 Uhr. Achso, ja. Nee. Alter. Was willst du mit deinem Kühlschrank, oder? Und das Ganze in der Küche. Oh Mann. Feuer. Der Tod hat auch nicht geeignet. Bin bald voll. Oh Mann. Los. Zu hier hin. Scheiße. Aber ich hoffe, dass an den Wänden noch nichts ist, ne? Bin voll jetzt. Und das Würstchen muss da rein. Oh weia. Ach nee. Was ist denn Leckeres am Machen? Ja komm, sag mal. Nee. So, meine lieben Freunde, ihr habt zwar jetzt die ganzen Lachanfälle gehört, aber ihr habt mich nicht gehört, weil nur die Jungs hier mithören durften, als ich eben mit denen Rundgang durch meine Wohnung gemacht habe. So. Ja. Hä? Achso, der Drescher ist fertig. Ja, geil. Den können wir also abgeben. Ah. Wieso fahren wir eigentlich das Feld quer anstatt längs? Weil das die längste Bahn ist und man somit halt ja, nicht so oft wenden muss. Aber angeplant hat das ja andersrum.
Wir wollen ja keinen Drehwolf kriegen, ne? Naja, er hat es halt ein bisschen falsch angepflanzt, das stimmt. Ach, jetzt läuft der was schneller. So, warum muss jetzt überhaupt sowas wie Mods geben? Ich weiß es nicht, Jolo. Die Erfindung hat irgendwer mal gemacht, anscheinend. Aber beste Tipp ist halt wirklich, reißt euch zusammen, wieso? Hat die Lena einfach mitgehört? Nee, konnte sie ja gar nicht, oder? Nein. Nee, okay, alles gut. Deine Vermutung, ne? Hab's ja richtig gesehen. Ja. beste Man Tipp ist halt ja wirklich, dass du wirklich alle Karten deinstallierst, die du im Moment nicht spielst. Mach ich auch so. Also ich habe bei mir allerhöchstens eine Karte installiert. Dementsprechend kannst du mehr Mods runterladen. Für die CK-Besuche gar nicht verkehrt, weil jeder hat andere Mods. Und da bin ich auch beim ganz wichtigen Thema, warum immer so viele so sagen, ja, warum gibt es so viel Scheiße davon? Wieso kommt schon wieder hier ein Anhänger? Wieso kommt denn da schon wieder ein Grubber? Ihr werdet nichts glauben. Ihr werdet das zwar nicht glauben, Leute, aber... Dadurch, dass ich halt jetzt schon, ich weiß nicht, der 22. Besuch in NS19 ist mittlerweile. Es ist doch sehr, sehr überraschend, wie viel unterschiedliche Mods die Leute alle benutzen. Und es ist jedes Mal was anderes dabei. Also zeigt mir das dann doch wieder mal, dass es gut ist, dass die Modder so viel verschiedene Mods rausbringen und auch verschiedene Anhänger, verschiedene Grubber, verschiedene Saatmaschinen etc. Weil es doch immer unterschiedliche Vorlieben gibt, was das angeht. Cool. Geschmäcker sind verschieden. So. Du hast doch Schweinkram erzählt, der Flo wurde ganz rot. Nein. Also, Schweinkram habe ich überhaupt nichts gesagt, aber ich bin wieder bei dem Thema. Wie habe ich das formuliert? Der Empfänger bestimmt die Nachricht. So. Ja? Der Empfänger bestimmt die Nachricht. Ich habe nur was gesagt und die haben es interpretiert. Was sie da interpretiert haben, ist ganz, lag nicht in meiner Hand. Naja, schlimm. Und schon geht's wieder los. Naja, es lag vielleicht doch teilweise an den Formulierungen, ne? Ja gut, Formulierungen lasse ich jetzt mal so in den Raum gestellt. Das war doch schön. So kommt man wenigstens auch mal ein bisschen Spaß haben während der Arbeit, oder? Ja. Habt ihr eigentlich schon den Drescher, das Schneidwerk verkauft? Ich hab alles verkauft, ja. Aber nicht den Anhänger, wo die Sojabohnen sind. Nee, mit dem bin ich ja unterwegs zum Hof. Ach, perfekt. Alle, wozu gefühlt 100 Grubber? Ja gut, du musst natürlich nicht alle Maschinen hier jetzt installieren für dich, für deine Karte, um Gottes Willen. Jeder installiert sich ja natürlich nur das, was er auch gut findet, ne? Wenn einer halt sich trotzdem 15 Grubber auf seinen Hof stellt, dann muss ich auch fragen, warum, aber habe ich selten erlebt, dass einer 15 Grubber installiert hat. Ich muss halt noch was auf meiner Map machen, da habe ich halt aber schon angefangen abzuernten. Ich weiß ja nicht, ob das dann noch mit Besuch geht. Das wäre halt was anderes. Also macht dir da keinen Kopf, Jolo, ne? Also ich habe ja auch immer gesagt, ihr müsst nichts unbedingt großartig vorbereiten für so einen CK-Besuch. Wir wollen auf eurer Karte so zocken, wie sie halt da steht. Und zusammen darauf Spaß haben. Und wenn es nachher dann auch heißt, ja, wir sehen an, wir flügen, wir grubbern etc., ist doch total egal. Wir kommen auf euren Hof, oder ich komme auf euren Hof, um euren Hof zu sehen, eure Karte zu sehen, auf der ihr spielt. Ja, wirklich spielt, vielleicht auch schon ein paar hundert Stunden drauf gespielt habt. Und dann ist gut. Alles andere, ja, müsst ihr euch nicht antun. Ihr müsst nicht extra eine Karte mit alles Mais vorbereiten zum Maishäckseln und so weiter oder Kartoffeln oder was weiß ich nicht. Müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das ganz genau so machen, wie ich halt auch unsere Community-Abende auf der Felsbrunn mache. Ja, einfach drauf, dann wird abgeerntet, wenn was zum Abernten da ist. Wenn nicht, wird es angesät. Wenn nicht, wird gepflügt, gekalkt, gegrubbert, also nicht mit Geschichten. Haben wir mal irgendwo noch ein Hängerchen für mich? Ja, hier steht einer, den kann ich dir bringen. Ich habe bei meinem letzten Projekt jetzt schon, glaube ich, 30 Stunden drauf, nur um
alles umzuackern, was ich am Felder verändern wollte, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, das ist halt auch etwas, ne? Das gehört halt auch dazu. Das ist aber auf dem Felsbrunner, wo er schon Felder eigentlich schon liegt. Ja, also wenn ich Schmidti seine Felsbrunnen sehe, da hat er sich ja auch ein bisschen umdekoriert, ja? Also. Ich glaube, es gibt selten Leute, die die Karte und auch die Felder so lassen, wie sie ist. Also, ich kenne fast gar keinen. Muss ich dich doch mal einladen. Ich bin auch auf der Pazifikkarte unterwegs, da stimmt auch nichts mehr. Ja, Jolo, es ist halt deine Entscheidung, ne? Also ich zwinge niemanden für irgendwelche Besuche. Du wärst jetzt am kommenden Freitag dran, also in einer Woche. Das ist eure Entscheidung. Ich zwinge halt, wie gesagt, keinen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das so. Wenn du doch Bock drauf hast, dann ist es auch so. So, bitteschön. Ich find's immer lustig. Pausekeule läuft. Bei uns läuft's. Wir sind fast fertig mit dem Häckseln hier. Also so viel ist es echt gar nicht mehr. Okay. Nur, dass wir irgendwie gummizuchartige Kupplungen hier unterwegs sind. Ja, vorne sowie hinten. Ja, der Schmidti hatte keine Kupplungen mehr da, deswegen muss jetzt alles mit Gummis gemacht werden. Der hat's nicht verschweißt, ja, der hat's gelötet, oder was? Nee, der hat einfach die falsche Anzahl Expander bestellt und hat dann das 2000 Paletten bekommen und dachte sich, naja, irgendwie muss ich hier losdrücken. Jolo, da brauchst du dir echt keinen Kopf machen, wie gesagt, also das ist halt bei dem einen oder anderen halt auch noch nicht angekommen, die halt die CK-Besuche wollen, dass es nachher eigentlich wirklich darum geht, einfach auf euren Karten, wo ihr zu 100% auch drauf spielt, wo ihr vielleicht auch schon ein paar hundert Stunden drauf gespielt habt oder, keine Ahnung, vielleicht sogar neu anfangen wollt und deswegen ein bisschen Unterstützung haben wollt oder so, total egal. Das ist eigentlich das Ziel. Wie gesagt, es ist nicht das Ziel, dass so wie jetzt hier unser Thorsten. Ist nicht schlimm, aber es ist eigentlich nicht das Ziel, dass ihr hier irgendwie eine Karte nehmt, 30 Millionen Euro euch aufs Konto packt, ein paar Felder kauft, ein paar Maschinen kauft, alles voller Mais knallt und sagt, jo, lass uns die CK-Besuch machen. Ist zwar auch geil, so eine Aktion, solche Partys, so eine Events zu machen, aber dann bin ich sogar eher der Freund, wenn ihr das auf euren wirklichen Höfen macht, auf denen, wo die Karte nicht dann irgendwann gelöscht wird oder so. Sondern wo ihr wirklich drauf spielen wollt. Moin moin Marcel, herzlich willkommen. So, ich bin jetzt voll. Du bist voll, ja. Hallo, kannst du dein Zeug bitte für dich behalten? Das macht er automatisch. Gibt auch wenig Mods, das ja, das wäre halt der nächste Wunsch, ne? Wenn ich euch besuche. Die Modzahl halt so halten, dass ihr wirklich nur Mods mit drin habt in dem Spiel nachher, wo wir euch besuchen oder ich euch besuche, die ihr auch gekauft habt, ne? Also die Maschinen müssen auf der Karte stehen, ansonsten könnt ihr die Mods rauslassen und weglassen. Umso einfacher ist es halt auch mitzumachen. Aber dann kannst du ja jetzt schon mal anfangen auszusortieren und zu gucken, ob du wirklich nur die Mods drin hast, die auch wirklich gekauft auf deinem Hof stehen. Und wenn das so ist, dann kannst du anfangen, mir Screenshots auf Discord zukommen zu lassen. Und dann kann ich das für nächste Woche Freitag schon auf den Discord hochladen, dass sie ab heute Abend zum Beispiel schon wissen, alles klar, die Mods brauchen sie alle. Umso einfacher ist es fürs Mitzocken. Nächste Woche Freitag bist du dran, ja. Ich lade dir immer direkt. Hallo Jan, guten Abend. So. Gucken, welche Mods fehlen. Mal kurz in die Suche eingeben und dann. Dauert 5 Minuten, hast du in der Regel alles. Ich bin schon in der Feldschräge. Braucht jemand einen Anhänger? Ja, ich. Paddelbaum, glaube ich, ein. Ja. Wird schon voll. Ist das ein Modellproblem mit dem Hänger? Wieso? Nö. Paddel, du kriegst keinen Hänger. Warum?
pro Anhänger, ja, kommt drauf an. Also der große hier bringt, glaube ich, knapp 9200 oder so. Und die kleineren bringen zwischen 4 und 5. Bis jetzt kamen noch keine neuen Mods. Fetter Harzeller, herzlich willkommen. Jetzt sind Mods online? Nein. Ernsthaft? Wehe, wenn nicht. Oha, es sind wirklich Mods gekommen. Schmitti, du musst auf Reise gehen. Wohin? Wie wohin? Ja, in deinen Shop. Ach so, sind wir auf Reise? Ach, nach Amerika muss ich schon wieder. Setz dich in den Flieger, jo. Junge, dann ab in den Flieger und los geht's. Ich komm gleich nach. Ja, dann 22 Minuten, oder? Alter, wie geil. Jo, mach's gut. Ronny, du kleiner Spoiler. Du scheiß 31er. Nein. Ja, mega geil. Es sind Mods gekommen, Leute. Wir werden also das Ganze dezent natürlich hier gleich beenden. Und ich werde dem Schwitti nach Amerika folgen. Nein, du verarsch mich nicht, ich weiß. Ich werde den Schmitty natürlich gleich nach Amerika folgen und mich mal ein bisschen von ihm da informieren, was da los ist. Und euch das Ganze natürlich in einem neuen Livestream mit dem kleinen Schmitty gleich alles präsentieren. Presentation und so. Ja. Deswegen würde ich einfach mal sagen, damit das nicht so lange dauert, wird er meine Unterstützung brauchen. Und wir beide werden das Ganze jetzt gleich gemeinsam vorbereiten. Das heißt, an dieser Stelle erstmal nochmal ein riesen Danke schön an Thorsten. Das tut mir jetzt natürlich leid, dass wir an dieser Stelle den Stream abbrechen werden. Kein Problem. Die anderen können aber trotzdem ja mal auf ganz Ehrenmann-Basis hier noch ein bisschen weiter unterstützen, wenn sie Bock haben. Und ich werde jetzt den Schmitty folgen, setze mich sofort in den Flieger, fahre jetzt mit dem Taxi zum Flughafen und dann gucken, ob er mir... Warte, wir bleiben noch. Ob er mir ein First-Class-Ticket organisiert hat oder nicht. So, ja, also Leute, wir werden uns dann gleich so in, ich denke mal, einer halben Stunde wird es jetzt dauern. Also so um 21 Uhr spätestens. Und werden dann dort uns wieder zusammenfinden in einem weiteren Livestream. 21 Uhr, Mod-Vorstellung sollte drin sein auf dem Freitagabend. Ich freue mich auf euch. Ich sage vielen Dank für 145 Likes und natürlich auch an die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen in der CK-Crew nochmal. Und ja, wie gesagt, Thorsten, vielen Dank für die Vorbereitung. War mega cool, war ziemlich funny. Ja, und die anderen natürlich auch, danke fürs Mitzocken, wie immer. Kuss auf die Nuss an euch alle und ja, bis gleich. Tschö mit Öl. Tschö. Ciao.